Nun denn, dann will ich doch direkt mal zum Jahresstart beginnen. Ich hatte ja gestern das Webinar zum JFD-Devisenradar schon im Loop. Und für alle, die nicht dabei waren, möchte ich auch hier an der Stelle nochmal sagen, gesundes Neues, erfolgreiches Neues an alle, die dabei sind. Heute, ja, freue ich mich wieder direkt an JFD-Workshop für den Start ins neue Jahr präsentieren zu dürfen. Und zwar mit einem alten Bekannten, dazu komme ich gleich, der Marco Enderleinen, auch ein Allstar an den Märkten in früherer Kooperation. So habe ich ihn kennengelernt, auch sehr aktiv mit Michael Vogt, der Markttechnik-Man himself. Und heute soll es eben auch um optische Täuschung und dergleichen gehen. Risk- und Money-Management, das A und O. Da freue ich mich drauf, weil es, wie gesagt, auch schon ein Stück weit her ist, dass wir hier ein gemeinsames Webinar vollzogen haben. Für euch nochmal zu Beginn, Webinare generell, ihr seid ja eh zu uns gestoßen. Ich weiß nicht wie, ob es jetzt über die Social Medias war oder über einen Mailer. Ansonsten hier immer mal reinschauen, Webinar-Events, da habt ihr, wie gesagt, unser reichhaltiges Angebot an, ja, dem Content, den Trader letztlich auch benötigen, nämlich hier Rüstzeug für den Markt, ob es jetzt Analysen sind, Trading-Tipps im Rahmen unseres Trading-Rooms, der derzeit auch noch läuft, oder Workshops, Schrägstrich unsere Livestreams, ja hier auch täglich am Start. Also da sorgen wir wirklich für viel Flow und das ist uns auch wichtig, dass wir euch da abholen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, jederzeit gern. Und insofern hier eben heute 11 Uhr der Workshop mit meiner Wenigkeit und eben dem lieben Marco. Marco, dein Mic stelle ich dann gleich mal um, wenn ich auch den Bildschirm rübergebe. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, liebe Leute, ihr wisst das, dass jeder auf eigenes Risiko handelt, es keine Handelsempfehlung gibt und dergleichen, egal was der Marco hier zeigt oder auch vorstellt, da ist jeder für sich selbst und seinen Eigenhandel natürlich verantwortlich. Ich hoffe, ein jeder von euch kennt JFD an der Stelle auch schon. Wir sind ja von JFD Brokers zum Bank, sage ich mal, Institut transformiert in dem letzten Jahr. JFD Bank jetzt unser Motto und auch hier im Investmentbereich einiges am Start, was in den nächsten Monaten ohnehin auch weiter forciert wird. Und insofern bleibt uns treu und der Marktzugang spricht ja ohnehin für sich. Also Multi-Asset-Universum, echte Aktien mittlerweile und das sogar auch kostenfrei und etc. 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 Also, es lohnt sich vorbeizuschauen, wenn ihr Fragen habt im Nachgang, gern an unseren Support. Ansonsten scheut es euch natürlich auch nicht, hier im Chat Fragen zu stellen. Hallo Rolf, Jürgen, Bernd, David, Olaf, Christian, Sabine wieder, aha, Christine. Viele oder auch einige Damen am Start, freut mich auf jeden Fall sehr, denn wie gesagt, worum es heute geht, das haben wir ja gerade gesehen, eben optische Täuschung im Handel und Risk- und Money Management, das ist wirklich elementar. Und insofern will ich der Vorrede gar nicht so viel verlieren und würde jetzt mal zum einen den Marco aktivieren. So, dein Mic müsste an sein, Marco. Sprich mal. Ja, Ah! die Schaltung wurde aufgehoben. Hörst du mich? Ha, wunderbar, in absoluter Fülle. Und insofern freue ich mich, Marco. Erstmal hallo auch an dieser Stelle. Schön, dass du dir zum Jahresauftakt Zeit nimmst, uns hier direkt wieder mit deiner, ja, sage ich mal, Expertise dazu beglücken. Du bist ja, wie gesagt, wenn ich da was falsch ausgedrückt habe, korrigiere mich gerne im Nachgang. Aber du bist ja schon seit langer, langer Zeit auch an den Märkten aktiv und mit deiner eigenen Firma. Und ich muss auch zugeben, ich habe ja hier auch selbst, ich weiß gar nicht, wann es war, aber mir auch so einen Vierer-Desktop-Set gekauft vor einigen Jahren und bin sehr zufrieden. Die Maschine läuft immer noch, die Monitore sind top. Also das, was ihr da bereitstellt, hat letztlich definitiv seinen Charme. Jetzt, Marco, würde ich dir aber den Bildschirm rübergeben, um auch Sehr. hier keine weitere Zeit zu verlieren. So, schwupp. Jetzt müsstest du da einen deiner, weiß ich nicht, 16 Monitore auswählen. Na, ich habe jetzt hier speziell einen Seminarraum, wo ich jetzt hier im Seminarraum mal plus zwei habe. Ah. Da ist speziell an meinem Arbeitsplatz sieht es ein bisschen anders aus. Das glaube So. ich. Ich sehe deine. Siehst Okay. du schon was? Aber ich bin Ich gerade sehe hier am es. Schauen. Ich kann das, Karl-Heinz, ach hier, irgendwo danke kann für man das das so sehen, Feedback. ne? Ja, richtig. Genau, 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 So. genau. Nee, ich habe dann ansonsten halt ein bisschen mehr, weil ansonsten kann man nicht vernünftig arbeiten, aber da kommen wir dann gleich drauf. Sicher, sicher. Also ich würde sagen, ich will gar nicht weiter rein grätschen. Karl-Heinz hat bestätigt, dein Ton ist zu hören und dein Bild auch zu sehen. Wenn mir noch ein Genau. anderer der Teilnehmer und die Teilnehmer strömen weiter rein, das ist sehr schön, am Start sind, dann würde ich mich soweit zurückziehen. Nochmal ganz kurz mein Anspruch, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat eben auch reinschreiben. Nutzt die Interaktivität, für die ja auch Webinare da sind. Ansonsten ist es eben wie ein Vortrag, ein Monolog, aber wir können das auch interaktiv gestalten. Wie hast du es, wenn Fragen kommen, soll ich direkt reingrätschen oder magst du das zum Ende machen, Marco?
Ich sage einfach mal so, wenn jemand Fragen hat, wir haben ja die Chat-Funktion unten, das sehe ich auch. Das heißt, jeder, der eine Frage hat, kann gerne seine Frage mal hier reinschreiben. Ich würde dann auch, sofern das gerade passt, auch noch, sag mal, on the go sozusagen die Fragen mit beantworten, weil wenn wir gerade dort an einem bestimmten Punkt sind, einem bestimmten Thema, dann ist es an sich immer ganz gut, wenn man, sagen wir, die das zu demselben Punkt Klar, bearbeitet, weiter. bevor man jetzt alles fertig hat und dann fängt man irgendwo in der Okay, Mitte wieder an. Ja. passt. Ansonsten, wenn es, ich sage einfach mal, zu individuell wird, das heißt, es Fragen sind, was nur, sagen wir, den jeweils einzigen betreffen möglicherweise oder nur eine geringe Anzahl an Teilnehmern, dann würde ich sagen, dass wir das dann vielleicht sogar im Telefongespräch nachträglich oder per E-Mail in irgendeiner Form halt dann besprechen können, sodass, ich sage mal, jetzt nicht die Masse der Teilnehmer halt mit, ich sage mal, vielleicht Fragen genervt wird, die vielleicht gar nicht relevant sind. Klarerweise. Passt perfekt. Ja. Wie gesagt, auch Okay. nochmal ein Hallo an die anderen Teilnehmer, die jetzt hier so nach und nach weiter reinströmen. Sind jetzt schon ein paar Minuten im Loop sozusagen, aber auch Info an der Stelle, eine Aufzeichnung wird auch wieder folgen an alle Teilnehmer. Also hier geht nichts verloren. Für die, die später kommen beziehungsweise dann einsteigen wollen, im Nachgang oder jetzt früher dann ihr Süppchen löffeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall reichlich Spaß. Marco, ich ziehe mich sozusagen jetzt raus aus dem Loop erstmal, bin aber natürlich beim Webinar dabei und wenn es Fragen gibt ohnehin. Also viel Genau, Spaß und bin gespannt. ich würd sagen, bleibst mal mit dran, weil vielleicht an Logisch. der einen oder anderen Stelle du dort mit reinspringen kannst, ne? Oder wenn ich dich da mal brauche, sozusagen. Klar. Aber ansonsten würde ich einfach das Webinar machen und ich würde sagen, beginnen wir langsam. So Die ist es. ersten Minuten sind schon von der 11 Uhr Zeit weg. Aber ich denke mal jetzt die ersten 5 bis 10 Minuten, da treffen ja immer noch viele Teilnehmer ein. So ist es. Gut, ich würde sagen, legen wir los, ne? Yes. Okay. Ich begrüße von meiner Seite her erstmal alle Webinar-Teilnehmer, wünsche allen, weil wir ein neues Jahr haben, natürlich auch ein erfolgreiches Jahr, ein sehr schönes Jahr, gesundes Jahr und alles, was dazugehört. Und dass Sie möglicherweise dann am Ende des Jahres natürlich einen gewissen Fortschritt haben, sodass Sie auch dann etwas erfolgreicher oder mit Erfolg das Jahr gemeistert haben. Dazu ist heute mit GFT dieses Webinar oder dieser Workshop, wo es insbesondere darum geht, diskretionärer Handel, Risikomanagement betrachtet aus einer anderen Sichtweise, beziehungsweise eine Sichtweise, die meistens bei vielen Themen, gerade jetzt im Internet oder auch bei anderen Webinaren, sehr stark vernachlässigt wird, beziehungsweise eigentlich gar nicht berücksichtigt wird. Und da möchte ich hier gerne mal drauf eingehen heute. Thema optische Täuschungen im diskretionären Handel, das heißt, im Endeffekt optische Täuschungen als Risikofaktor im Handel und dadurch, dass in der Regel im Börsenhandelsbereich, gerade jetzt zum Beispiel auch bei GFT oder auch bei den vielen Kunden, die ich jetzt so habe, an sich 95% oder bestimmt mindestens 95% der Teilnehmer oder der Händler diskretionär handelt, also sprich alles von Hand macht, von Hand analysiert, die Fenster hin und her schaltet, aufruft, Orders eingibt und so weiter. Das ist im Endeffekt ja der diskretionäre Handel und dieser ist natürlich extrem fehlerbehaftet, wenn man das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, ja, auf die leichte Schulter nimmt, beziehungsweise wenn man sich da nicht so richtig Gedanken drüber macht. Das dahingehend dieses Mal hier betrachtet das Risikomanagement außerhalb das übliche Money Management, wo es darum geht, wie viel Prozent setze ich von meinem Kapital ein oder wie viel Trades mache ich und so weiter. Gut, ganz am Anfang kurz zu mir. Mein Name ist Marco Enderlein. Der Christian hatte das schon gesagt. Ich bin Institutional Sales Manager bei der Securis GmbH und Co. KG. Die Securis GmbH ist sozusagen die Holding von verschiedenen Marken. Viele kennen uns eventuell aus der Vergangenheit aus der Marke Trading PC, also sprich Handels-PC-Lösungen, wobei jetzt Handels-PCs nur ein Teilbereich sind, sondern wir haben weiterhin halt auch ein Rechenzentrum, wo wir unter anderem Trading-Applikationen für Kunden laufen haben. Diverse Mitbewerber von GFT wickeln darüber im Endeffekt auch ihre Cloud-Lösungen ab. Und weiterhin Sidergo als Anbieter von ergonomischen Leitstandlösungen. Also wir sind auch sehr stark im Bereich Leitstandmöbel aktiv. Das heißt, wir entwickeln und bauen selber Tischsysteme, wo dann auch diese Monitorträgersysteme, Monitorsysteme und PCs alles komplett integriert werden. Und unsere Leitstände stehen zum Beispiel bei Germanwings, ArcelorMittal, Airbus und noch diversen anderen Firmen in diesem Bereich. Also dahingehend ist bei uns
maßgeblich die Qualität und dann entsprechend auch, dass wir das Ganze als integrierte Lösung anbieten und auch den Kunden und den Interessenten Lösungen anbieten und nicht bloß irgendwas verkaufen. Wer jetzt im Bereich Programmierung Fragen hat, haben wir auch noch den Bereich Securus Development. Dahingehend haben wir eine eigene Softwareentwicklungsabteilung, die unter anderem halt Trading-Applikationen entwickelt. Zum Beispiel, wer jetzt mit dem MetaTrader verheiratet ist und mit dem MetaTrader arbeitet, auch MetaTrader-Applikationen oder diese Add-ons oder diese Expert-Advisors. Also alles, was dahingehend möglich ist, von Schnittstellen, Frontend, Backend-System und natürlich dann auch die Weiterentwicklung. Allerdings ist es da hier so in dem Softwarebereich, dass natürlich der Kunde nicht sagen kann, ich möchte ein profitables System haben und wir programmieren ihm das profitable System, sondern der Interessent muss dann schon sagen, okay, ich habe zum Beispiel ein gewisses Setup und das möchte ich gerne als Softwarelösung umgesetzt haben, weil vom diskretionären Handel zum vielleicht zielvollautomatisierten Handel gibt es einige Zwischenschritte. Das könnte mal ein Thema sein für ein separates Webinar. Nicht heute, können wir gerne mal machen. Müsste ich mit dem Christian dann mal abstimmen. Ansonsten zu mir. Ich habe mehr oder weniger mich schon immer für Geld interessiert, beziehungsweise alles, was mit Geld in irgendeiner Form zu tun hat, speziell jetzt investieren. Dahingehend war die Wende, also sprich jetzt so der Anschluss der DDR an die BRD oder wie man das jetzt auch sehen möchte, für mich ein großer Vorteil, weil dahingehend hatte ich dann die Möglichkeit, zum einen mich mit dem Finanzmarkt verstärkt zu beschäftigen, wobei ich dann 1990, 1991 klassisch mit Investmentfonds, ETC angefangen habe, Studium begonnen habe. Und damals war der erste Golfkrieg und der Börsencrash, wie gesagt, da stand der DAX bei 1300 und fiel, glaube ich, auf 1100. Und ich die Frage an den Professor gestellt hatte, fällt denn der Markt weiter, soll ich denn jetzt investieren? Und er sagt, er fällt weiter. Dahingehend, wie gesagt, Studium der BWL nachfolgend und dann 1996 als großer Meilenstein habe ich mehr oder weniger mit dem Handel begonnen, aber das hängt damit zusammen, dass ich auch erst 1996 Telefonanschluss und Internet bekommen habe mit sagenhaften 28.000 Bit, also mit Modemgeschwindigkeit, hier damals gearbeitet haben und ja, eine Minute 30 Pfennig gekostet hat und ich dort im Monat dann teilweise bis zu 1.200 D-Mark an Internetkosten hatte. 1995 wollte ich eigentlich schon starten, weil damals Adidas an die Börse gegangen ist. Da war leider keine Infrastruktur da. Progo, ETC, das gab es noch nicht so richtig. Die Comdirect wurde gerade erst gegründet. Consors gab es gerade so in den Anfangsschuhen. Also ich habe dann gesagt, 1996, entweder jetzt oder gar nicht. Und dann habe ich es halt einfach umgesetzt. Und 2000, nach Studienende, wurde die L&H Consulting GbR gegründet. Das heißt, die zwei Geschäftsführer, die damals die L&H Consulting gegründet hatten, haben auch mit dem Studium aufgehört und hatten halt die Möglichkeit, entweder man geht irgendwo arbeiten oder man tut an sich seinen Traum oder das, was man selber entwickelt hat, umsetzen und baut eine Firma auf. Und dadurch diese Lösung, die wir jetzt im Endeffekt hier anbieten, alles, also von dem Monitorsystem, Trägersysteme, Tischsysteme, sind alles Lösungen, die wir ursprünglich für uns selbst gebraucht haben. Und da es nichts auf dem Markt Vergleichbares gab, haben wir dort sozusagen das Ganze von Grund auf ja, gestartet. Also man würde heute sagen Startup, ETC, bloß dass wir halt nicht diesen Startup-Hype damals gehabt haben, wie es teilweise heutzutage ist. Schrittweise wurde die Firma dann umfirmiert, aufgrund natürlich, dass auch von der einen Gesellschaft nicht sofort in eine andere Gesellschaft umgewandelt wurde, zur Securus GmbH und Co. KG, sodass das Ganze zukunftsfähig aufgestellt ist und dort entsprechend dann auch die ganzen Kunden gut bedient werden können und dann auch Lösungen angeboten werden können. Wir haben mittlerweile über 1.000 Firmenkunden und mehr als 3.000 private Kunden, sowohl im Trading-Bereich als auch, ich sag mal, im Business-Bereich, in verschiedensten Formen. Wer dazu weitere Fragen hat, kann auch gerne bei uns auf die Webseite gehen. Dort gibt es im Bereich Wir über uns, da ist das auch nochmal etwas dargestellt. Die Agenda für das Webinar heute, ich würde sagen, wir lassen uns heute ein bisschen Zeit, also eine Stunde werden wir bestimmt brauchen. Und Thema als Punkt 1, der diskretionäre Handel und seine Besonderheiten. Darin möchte ich darauf eingehen. In Punkt 2, die eigentliche Aufgabe eines Händlers. Was ist die richtige Aufgabe eines Händlers? Da
greife ich auch zurück auf ein Cover von einem Buch. Der Christian hat es schon gesagt, Michael Vogt. Es ist an sich, manchmal sind es bloß zwei, drei, vier Worte, die sehr viel bedeuten oder die sehr viel Inhalt haben. Werden wir darauf eingehen. Dann werde ich eine Risikobetrachtung machen. Allerdings hier jetzt keine Risikobetrachtung an, wie man das im Risikomanagement sonst kennt. Wie viel Prozent setze ich ein oder wie groß muss das Konto sein, damit ich das oder jenes machen kann, sondern eine andere Art und Weise der Betrachtung. Und dann natürlich Analyse, wie kann ich das eigene Risiko im diskretionären Handel, im täglichen Arbeiten vermindern, wobei die Verminderung des Risikos ein Teil ist, auf der anderen Seite natürlich auch die Verbesserung der Ergonomie, des Überblicks etc. ein zweites Thema ist. Im fünften Punkt haben wir für jeden Webinarteilnehmer hier auch noch eine Aktion zum Jahresstart, die wir mit GFT abgesprochen haben. Und dann natürlich zum Schluss dann die Kontaktdaten, wer Fragen hat, dass man dann sich auch an uns wenden kann. Dazu möchte ich jetzt zum Punkt 1 kurz eingehen auf den diskretionären Handel. Diskretionärer Handel, alles von Hand, alles selbst gekennzeichnet, alles gekennzeichnet durch eigenes Tun und Handeln. Im Endeffekt, die Automatisierung ist im Endeffekt jetzt hier kein Thema, sondern die Automatisierung ist im Endeffekt später oder die Teilautomatisierung eine, ich sage einfach mal, Lösung, womit man sich von Routineaufgaben entlastet, die beim Menschen grundsätzlich fehlerbehaftet sein können, ob das jetzt die Limitüberwachung ist, die Limitverfolgung, die Limitanpassung etc. Die meisten, in der Regel 95% der Teilnehmer, machen halt alles von Hand. Das heißt, die Limite werden von Hand verschoben, die Limite werden von Hand eingegeben und so weiter. Und dahingehend ist es grundsätzlich so, wenn man den Markt mal an sich betrachtet, gibt es an sich nur zwei verschiedene Gruppen an Marktteilnehmern. Das heißt, die einen sind die privaten Trader, die anderen sind die institutionellen Traders, also die in der Bank sitzen oder in einer anderen Form von größeren Fondsgesellschaften, Tradingbüros etc. Bei den privaten Teilnehmern ist es grundsätzlich so gekennzeichnet, dass die privaten Marktteilnehmer in der Regel zwar eine sehr große Anzahl sind, die auch im Orderbuch dann auftauchen, aber vom Handelsvolumen her eher die kleinere Summe haben. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen privaten Teilnehmer, der richtig große Content hat, gibt es auch, na klar. Aber von der Masse her gesehen, private Marktteilnehmer, große Anzahl, kleines Handelsvolumen. Bei den Institutionen ist es im Endeffekt etwas anderes. Die Anzahl der Marktteilnehmer ist geringer, dafür ist das Handelsvolumen wieder anders. Das heißt, der eine, wie zum Beispiel institutionelle Marktteilnehmer, haben einen Nachteil, das heißt teilweise die entsprechenden Volumina im Markt unterzubringen. Und der private Teilnehmer hat eigentlich einen riesengroßen Vorteil. Und zwar ist das der Vorteil, dass er in den Markt rein und rausgehen kann, ohne dass das richtig Spuren hinterlässt. Das heißt, er könnte theoretisch bis zu einer gewissen Größenordnung einfach Marke drücken und es passiert eigentlich im Kurs nicht allzu viel. Wenn jetzt ein institutioneller Marktteilnehmer sagt, er kauft 1 Million Aktien und drückt dort zum Beispiel Market, dann sieht man natürlich etwas im Orderbuch und dann passiert auch etwas im Chart. Zweite Grundüberlegung, jede Börse oder jeder Markt besitzt grundsätzlich ein Orderbuch. Und ich würde auch jedem empfehlen, entsprechend sich mal mit der ganzen Thematik Orderbuch gerade als Basis für den Börsenhandel auseinanderzusetzen. Und wenn Sie sich so ein Orderbuch mal anschauen, also sprich zum Beispiel die Markttiefe einmal mal anschauen, dann werden Sie aber feststellen, dass Sie zwar eine Menge Orders im Orderbuch sehen, aber bei diesen Orders jeweils nicht dahinter steht, ob Sie im privaten Teilnehmer sind, ein institutioneller Händler, ob sie Anfänger sind, ob sie Einsteiger sind, ein fortgeschrittener Profi und wie man das alles so bezeichnet. Das heißt, egal was sie an der Börse machen und wenn, sobald sie auch nur einen Trade machen, spielen sie sozusagen in der ersten Liga oder Formel 1 mit. Und es wird wahrscheinlich auch von den ganzen anderen Marktteilnehmern keiner eine Rücksicht darauf nehmen, ob sie Einsteiger, Anfänger, Fortgeschrittener sind, ob sie privater oder institutioneller Händler sind oder ob sie gerade Zeit haben für einen Handel oder ob sie gerade, ich sag mal, sich Kaffee kochen müssen oder weil das Kind gerade schreit oder sie einkaufen gehen müssen. Also gerade diese ganzen Risikopunkte, die die Privaten hier ein bisschen vernachlässigen, wie zum Beispiel Überblick und entsprechend sich das Setup zu gestalten und sich darüber Gedanken zu machen, verspielen viele, weil sie einfach sagen, okay, ja, ich bin ja kein professioneller Händler, ich bin ja nur ein Einsteiger, ein privater Anfänger, ich will ja nur ein bisschen Trading machen. Und da muss ich sagen, ein bisschen Trading gibt es am Markt nicht. Entweder man macht es richtig, entsprechend, dass man sich in irgendeiner Form einen gewissen Edge erarbeitet,
Egal, ob das jetzt softwareseitig ist, ob das setupmäßig ist, ob das von der Trading-Strategie her ist oder ob es halt auch ein gewisser technischer Edge ist, den man sich schafft. Das Orderbuch, die Bilder, wie gesagt, Bildquelle Michael Vogt, der Händler, kann ich nur empfehlen. Des Weiteren, es gibt zwar eine sehr große Anzahl Händler am Markt, es gibt aber grundsätzlich, wir sehen das hier an diesem Ausschnitt aus dem Buch von Michael Vogt, nur vier Handelsausrichtungen. So, man muss sich bewusst sein als Händler, je nachdem, was man halt macht, dass es auch im Orderbuch die ganzen Orders grundsätzlich nur vier Handelsausrichtungen gibt. Michael Vogt sagt auch dazu, es gibt einen Tisch, sitzen vier Marktteilnehmer und oder Handelsausrichtungsteilnehmer und es wird aber auch nie einen weiteren geben. Es gibt natürlich einen Spekulanten hier bei GFT, ich denke mal bei den Webinarteilnehmern, viele, die vielleicht mit MetaTrader arbeiten, die Spekulanten, die auf unterschiedlichen Zeitebenen arbeiten, aber sie fallen alle in die Gruppe Handelsausrichtung, Spekulant oder Trader. Ja, Spekulant ist meist ein bisschen negativ behaftet, wobei natürlich Spekulanten auch dazugehören und natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Die Arbitrage, das ist eher für den privaten Teilnehmer weniger relevant. Das ist dann meistens für institutionellen Bereich wichtig, wenn man Termin- und Kassamarkt miteinander arbitriert. Und Hedging natürlich, wenn Sie stellen sich vor, Sie sind Lufthansa, die Sie verbrauchen im Jahr 10 Millionen Tonnen Kerosin. Also dort macht, sagen wir mal, 1, 2, 3 Cent im Liter oder an der Tonne schon mal was aus. Strategische Ausrichtung natürlich, der klassische Investor, ganz klar. Es ist auch ganz wichtig, wenn man halt Trading macht, dass man sich zu der einen oder anderen Gruppe identifiziert, beziehungsweise dass man natürlich auch für die jeweils einzelne Handelsausrichtung auch sein Setup darum baut. Also man kann sozusagen für jedes Setup und jede Handelsausrichtung sich ein eigenes Setup auch technisch, softwareseitig und so weiter schaffen. Genau, hat schon gesagt, die Besonderheit vier Handelsausrichtungen, es wird nie eine dazukommen, es wird auch nie eine wegfallen, weil einfach alle am Markt benötigt werden. Nächste Grundüberlegung, um einfach sich auch über diese ganzen Risikogesichtspunkte bewusst zu sein. Es gibt grundsätzlich am Markt auch nur drei Positionszustände. Also die Marktteilnehmer können entweder nur long gehen, können short gehen, können flat gehen. Und diese Positionszustände und entsprechend das, was sie dadurch bewirken, durch die jeweilige Position. Also Long kann zum Beispiel auf Flat gehen und von Long zu Flat auf Short wechseln oder Short kann auf Flat gehen und von Short Flat auf Long wechseln. Etc. Was das für Auswirkungen hat, auch im Orderbuch. Wie gesagt, das findet man unter anderem halt wieder im Buch gut beschrieben. Allerdings, Sie sehen auch im Orderbuch nicht jemand, der dort zum Beispiel etwas verkauft, ist da möglicherweise vorher Long gewesen oder ist auch vorher Flat gewesen. Dazu finden Sie halt im Orderbuch auch keine Information. Genauso wenig, wie Sie im Orderbuch die Information bekommen, das ist ein privater Teilnehmer, der schließt jetzt seine 20 Aktien, die er vorher irgendwo gekauft hat, im Gewinn. Das sehen Sie nicht. Die Information bekommen Sie nicht. Das Einzige, was Sie halt wissen, im Orderbuch und auch in der Times and Sales Liste, beziehungsweise in diesen Orderpreissystem, dass Sie die Limite sehen. Das Einzigste, was Sie in diesen Orderbüchern sehen, sind die Limite. Was Sie nicht sehen, sind Market Orders, weil Market Orders ja sofort ausgeführt werden und auch Bestandteil des Orderbuches sind, allerdings nicht auftauchen. Das heißt, wenn Sie ein Orderbuch aufmachen oder diese Markttiefen, Preisleiter-Systeme, sehen Sie eigentlich grundsätzlich nur Limit Orders. Wenn Sie jetzt mehrere Märkte handeln, verschiedene, zum Beispiel DAX, Dow Jones, S&P, Euro, US-Dollar, Gold, Silber, Öl, dann ist es natürlich so, dass auch jedes von diesen Instrumenten sein eigenes Orderbuch hat. Und wenn man jetzt als Händler, kommen wir dann später drauf, das eine oder andere handeln möchte, macht sich das natürlich gut, wenn man entsprechend diese Märkte und auch diese Orderbücher bzw. Ordersysteme anzeigen lässt und die auch laufen lässt einfach. Kurz zusammengefasst, hier sehen Sie es nochmal als Folie, können Sie sich dann in irgendeiner Form auch gerne speichern, wenn Sie das jetzt mal schnell machen, und Bildschirmkopie. Das sind ganz wichtige grundsätzliche Überlegungen, worüber sich aber viele gerade in der Basis wenig Gedanken machen, sich auch sehr wenig mit diesen wichtigen Sachen auseinandersetzen, weil viele versuchen, Formel einzufahren und in der Fahrschule zu machen im Training und dann geht immer sehr viel schief. Orderbuch. Hat mir gesagt, ich höre in Gesprächen mit Kunden grundsätzlich immer die Aussage, ich bin ja nur ein privater Teilnehmer, Einsteiger, ich mache das ja nicht so professionell, ich mache das ja nur 1, 2, 3 Stunden am Tag, ich mache nur ein bisschen Trading. Und hier, wie gesagt, gibt es hier Unterschiede. Und wenn wir uns die Börse mal anschauen,
haben viele Teilnehmer, habe ich immer so das Gefühl, die Einstellung, ich gehe erstmal mit dem Traktor in den Formel-1-Zirkus, fahre mit dem Traktor mit und habe eventuell die Chance zu gewinnen. Wenn ich die Sportwagen mit dem Traktor überholt habe, dann fange ich richtig mit dem Training an. Ja, das ist aber nicht so, das gibt es nicht. Der diskretionäre Handel, wie gesagt, bei vielen Teilnehmern ist es 95% dadurch gekennzeichnet, sie machen alles von Hand. Das heißt, jede Umschaltung, jede Analyse, jeder Aufruf eines Wertes, egal ob das jetzt Charts, Kurse, Informationen sind, ist erst einmal einfach Belastung. Es belastet sie, macht, wenn man das längere Stunden macht, auch müde. Sie müssen diese ganzen Limite im Endeffekt im Handel halt manuell setzen. Es macht keine Automatik für sie, es sei denn, sie haben jetzt noch einen Expert Advisor oder zusätzliche Software. Und vor allen Dingen, wenn sie als Händler handeln, sage ich immer, die Aufgabe eines Händlers ist es, den Markt sinnvoll mit Limiten zu pflastern. Das heißt, viele versuchen immer nur, den einen Dreh zu machen, den einen Dreh zu machen, das eine Signal zu finden. Im Endeffekt kann ein Trader 10 Märkte gleichzeitig aufmachen, kann in diesen 10 Märkten, wenn man das richtig macht, zum Beispiel 20, 30, 40 Limite reinlegen, zum Beispiel wenn es dabei mit Limit Sell oder ein Stop Sell mit Limit Buy, je nachdem, ob man in die Long- oder Short-Richtung Limite platziert. Einfluss auf die Märkte hat der normale private Trader eigentlich nicht, sondern der private Trader kann sich eigentlich nur vom Markt in der entsprechenden Richtung mitnehmen lassen. Und dieses Mitnehmen lassen bedeutet auch, dass ich an sich, wenn sich der Markt permanent weiterentwickelt, ich auch diese Limite permanent anpassen muss. Das heißt, wenn man diese Limitanpassung nicht macht und entsprechend das nicht so richtig im Fokus hat, beziehungsweise ja, ich versuche mal irgendwo reinzukommen und wer jetzt den Michael Vogt und Markttechnik kennt, muss man halt auch wieder aufpassen. Markttechnik ist keine Trading-Strategie und viele, die sich mit dem Trading beschäftigen, versuchen aus dem Buch etwas herauszulesen, was nicht ganz so 100% richtig ist. Und zwar, wer liest das Buch? Jemand liest das Buch, der sagt, ich suche eine Möglichkeit zu wissen, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus. So, und dahingehend mit dieser, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus, tun viele diese Markttechnik und das, was Michael Vogt in den Büchern formuliert hat, auf die Punkte 1, 2, 3 reduzieren. Das heißt, die sagen, okay, oder lesen für sich heraus, der Punkt 2 zum Beispiel ist der Punkt, wo ich long gehe und dann gehe ich irgendwann, je nachdem, raus. Oder und der Punkt 3 ist zum Beispiel der Punkt, wo ich das Stop setze. Dazwischen gibt es aber mindestens im Handelsbereich noch 5 Milliarden andere Ansätze, wie man dieses umsetzen kann. Zum Beispiel in die Korrektur hinein handeln. Wie baue ich den Handel in die Korrektur auf, etc. Wie mache ich die Positionsgrößen, wenn ich in die Korrektur hinein handle? Oder wenn ich jetzt Ausbruchstrading mache? Da gibt es zu viele Punkte, die man dort betrachten muss. Sozusagen die Markttechnik ist in dem Fall bei Michael Vogt zwar in dem Buch 1, 2, 3 als die großen Punkte beschrieben, wobei der Punkt 2, wie gesagt, kann ich jetzt hier nur den Tipp geben, wer sich damit beschäftigt hat, der letzte Punkt ist, wo man in einen Markt hineingeht. Das heißt, ein Händler kann normalerweise, wenn er über die entsprechenden Qualifikationen verfügt, in jedem Markt zu jeder Zeit mit entsprechenden Limitpositionierungen oder Market einsteigen. Und zwar bezeichnet das dann den sogenannten Handel eines offenen Signals. Das ist dann so der qualifizierte markttechnische Handel. Das heißt, theoretisch, zum Beispiel mir, könnten Sie jetzt irgendeinen Chart geben. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Chart ist. Ob das jetzt Öl ist, Gold, das wäre an der Stelle alles vollkommen egal. Man schaut generell dann, im Endeffekt ist zum Beispiel ein Trend da, befindet er sich gerade in der Bewegung, in der Korrektur oder ähnlichen. So, und dann kann man sofort innerhalb von 3 Sekunden, so nachdem Sie den Chart aufgemacht haben, können Sie ohne Probleme sofort den Markt entweder mit Limiten pflastern, entsprechend Stop Buy, Stop Sell an bestimmten Punkten, oder zum Beispiel in Korrekturen, wenn jetzt ein Trend da ist und die Korrektur da ist, in die Korrektur hinein Limite reinpflastern, sodass Sie zum Beispiel gestaffelt reinkommen. Dieses gestaffelte Einsteigen wird entweder Martin Gehl, Andy Martin Gehl oder ja, der Grid. EDC, Grid Trading, was es da so alles gibt. Da gibt es tausende Begriffe dafür, die in der Regel nicht so richtig hundertprozentig definiert sind. Aber ein Trader kann, wie gesagt, zu jeder Zeit sofort in jedem Markt
Long oder Short gehen oder entsprechend auch Limite rein platzieren. So, viele machen das halt nur nicht, weil einfach teilweise sie versuchen, sich in irgendeinen Markt hinein zu pressen. Ich habe keine Handelsposition, ich habe heute noch nichts gemacht, aber ich will ja auch was machen. Und dann viele sagen, ich handle den DAX. Wenn jemand mir sagt, ich handle den DAX oder ich handle den Euro-US-Dollar, dann vermute ich immer aus diesen drei, vier, fünf Worten, dass einfach zu wenig Bildschirme da sind, dass er möglicherweise andere Märkte gar nicht im Überblick hat, wo möglicherweise bessere Setups sind, wo ein besserer Trend läuft oder wo im Endeffekt das Risiko aufgrund eines möglicherweise vorhandenen Trends geringer ist, als in dem, wo er sich gerade versucht hineinzudenken oder hineinzutreten. Wie gesagt, diskretionärer Handel bedeutet permanent persönliche und zeitkritische Entscheidungen und sie unterliegen im diskretionären Handel grundsätzlich immer einem gewissen Gedankenkreis. Das heißt, Sie rufen sich eine Information auf, dann müssen Sie die Information einstellen, dann brauchen Sie möglicherweise für die Handelsentscheidung noch eine zweite Zeitebene, noch eine dritte Zeitebene. Das heißt, Sie schalten dann noch ein, zwei, dreimal um. Dann haben Sie eventuell noch Indikatoren mit drin, dann schauen Sie, was machen die Indikatoren, wie stehen die Indikatoren, die sind gerade nicht so schön, okay, dann schalte ich nochmal um. Das heißt, mit dem Aufruf eines Marktes beschäftigen sich viele in einem permanenten, sich stetig wiederholenden Gedankenkreis von ungefähr 10 bis 20 Vorgängen. Und wenn Sie dann am Tag im Handel, ich sage einfach mal, circa 500 Charts aufrufen und dann haben Sie jedes Mal bei jedem Chartaufruf und bei jeder Zeitebenenumstellung im Endeffekt diese 10, 15 oder 20 Gedankengänge, dann haben Sie, ich sage einfach mal, bei 500 Charts aufgerufen am Tag, mal 20, können Sie sich ausrechnen, 10.000 Gedankengänge, wovon Sie sich entlasten können, beziehungsweise die Sie belasten und die Sie auch ermüden. Diskretionärer Handel. Dadurch gekennzeichnet, wenn Sie halt alles von Hand machen, erfordert das einfach Übersicht. Und wenn ein Händler halt handeln möchte und möglicherweise Märkte mit geringem Risiko handeln möchte, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man jetzt nicht nur eine Kursliste laufen hat, wo man permanent, ich sage einmal, Kurskino guckt, also wie das flackert und rot und grün und sonst wie wird, sondern dass man einfach sagt, okay, ich mache mir die Märkte, die ich handeln möchte, auf verschiedenen Bildschirmen in der Darstellungsgröße und Einstellung auf und lass sie einfach laufen. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo man sagt, okay, Handel ist eigentlich langweilig, weil lange Zeit passiert nichts. Aber dann, wenn was passiert, wäre es schön, wenn ich nicht die Maus in die Hand nehmen müsste, sondern sofort sehe, ohne die Maus in die Hand zu nehmen, was passiert und wo ich was machen muss. Und wie gesagt, Übersicht, diszipliniertes Vorgehen. Das bedeutet natürlich auch, dass man versucht, bei dem, was man machen möchte, auch im Handel, sich permanent selber kontrolliert und versucht, dort auch sich zu entlasten und um einfach ein gewisses diszipliniertes Vorgehen, was zum Beispiel das Limitmanagement betrifft, auch überhaupt durchführen zu können. Und dann natürlich die Standardisierung, Vereinfachung. Das heißt, wenn Sie drei, vier, fünf Märkte haben, die für Sie relevant sind, ich sage einfach mal DAX, Euro, Dollar, beispielsweise noch ein, zwei, drei andere Währungen, Öl, Gas, etc. Dann ist es natürlich auch schön, wenn man sich diese Märkte gleichzeitig darstellt und nicht ständig dadurch verändert, indem man entweder in der Kursskala den Chart groß und klein scrollt, in der Historie hin und her scrollt, weil mit jedem Scrollen und mit jeder Umschaltung haben Sie auch eine andere optische Darstellung. Das heißt, jede andere optische Darstellung, wenn die sich permanent verändert und die Skalierung plötzlich anders ist, als Sie es möglicherweise gewohnt sind, kann Sie auch wieder täuschen, optische Täuschung im Handel, dass Sie möglicherweise etwas sehen, was gar nicht ja, relevant ist. Ja, Sie interpretieren das anders und Sie müssen halt schauen, dass Sie im Handel das Ganze nach Möglichkeit standardisieren, sich vereinfachen, sich von überflüssigen Gedankengängen oder halt Umschaltungen einfach reduzieren. Die Aufgabe eines Händlers. Was ist die Aufgabe eines Händlers? Und dahingehend, wie gesagt, ich habe jetzt hier mal die 10. Auflage, mittlerweile gibt es mehr, das Cover vom großen Buch der Markttechnik mal eingeblendet. Und wenn man sich hier mal einen kleinen Ausschnitt des Buches rausschaut, na, das heißt die Tafel, das, was auf der Tafel draufsteht, viele Teilnehmer am Markt oder viele, die mit Börse etwas machen, stellen sich permanent und das auch täglich mehrfach die Frage, gerade wenn Sie jetzt den DAX, zum Beispiel DAX handeln wollen, ich nehme jetzt mal einen DAX als Beispiel, die Frage, wo geht der DAX hin? Und da frage ich mich, können Sie
haben Sie einen gewissen Einfluss zu entscheiden, wo geht da DAX hin oder Öl oder Gold und so weiter. Das Einzigste, was Sie als Händler machen können, ist die Märkte sich anschauen, laufen lassen, sich die Charts anschauen und für sich zu entscheiden, im Markt, wo kann Bewegung entstehen. Das heißt, wo sind zum Beispiel Handelsmöglichkeiten für einen Ausbruchshandel, wo sind Handelsmöglichkeiten für einen Trendhandel, wo sind Handelsmöglichkeiten für den Korrekturhandel, um jetzt bloß mal eine kleine Anzahl herauszuholen. Und dann, wie sind diese einzelnen Handelsmöglichkeiten zu strukturieren in Hinsicht des Handels selber, wie man die Limite setzt, zum Beispiel, und die Limite verwaltet. Und dahingehend, wie gesagt, die einzigste Aufgabe eines Händlers ist das reine Limitverwaltung und Stop-Management. Die Interpretation, ob der Herr Bush jetzt, nee, Bush, nee, der Herr Trump jetzt irgendwas gesagt hat. Ich meine, die Aussagen von Herrn Trump auf dem Markt haben gewisse Auswirkungen, ja. Aber der Markt steigt nicht, weil der Trump das und das gesagt hat, sondern die Märkte steigen oder fallen, weil im Orderbuch an bestimmten Punkten Limite sind. Und natürlich drücke der eine oder andere aufgrund der Aussage entsprechend zwar auf irgendwelche Ordersysteme auf die Buttons, sodass sich der Markt bewegt. Aber im Endeffekt bewegen sich die Märkte grundsätzlich deshalb, weil in gewissen Limitbereichen oder Kursbereichen im Orderbuch Limite drin liegen. Und diese Limite und das Zusammenspiel aus Market und Limit Orders, Markttechnik, sorgt dann dafür, dass in den Märkten die Bewegung reinkommt. Ja, ich weiß nicht, wie viele sich zum Beispiel schon mal Gedanken gemacht haben, welche Auswirkungen eine Market Order hat. Eine Market Order heißt ja, wenn Sie Short sind und Sie gehen jetzt im Market Long, um die Position zu schließen, dann heißt der Market im Endeffekt, gebe mir jeden Preis, der gerade angeboten wird. So, wenn Sie Short sind und Sie jeden Preis nehmen müssen, der angeboten wird, dann sorgen Sie sozusagen durch diese Market Orders dadurch, dass der Markt steigt. Wenn Sie long sind und per Market rausgehen und sozusagen gebe mir jeden Preis auf der Unterseite des Marktes, dann sorgen Sie auch dafür, dass im Endeffekt die Preise fallen. So, wenn man sich das mal so ganz genau betrachtet, ist es halt so, dass Limit Orders grundsätzlich dafür sorgen, wo die Märkte hingehen. Limit Orders auf der Oberseite entsprechend, dass der Markt nach oben gezogen wird. Limit Orders auf der Unterseite, dass die Märkte nach unten gezogen wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein strategischer Investor sagt, was weiß ich jetzt, Telekom zum Beispiel, oder wer zum Beispiel Apple, wenn Apple jetzt sagt, ich mache ein Aktienrückkaufprogramm, Apple steht jetzt bei 303 Dollar und Apple sagt, okay, ich will für 295 Dollar die Aktien oder mache ich das Rückkaufprogramm und lege eine Limit-Order mit 295 Dollar als Beispiel, dann ist es so, dass dort wie eine Mauer im Markt liegt und wenn jetzt irgendwas am Markt passiert und jemand per Market seine Aktie loswerden will, dann ziehen diese Limit-Kauforders den Markt in dem Fall nach unten, wenn die Aktie vorher bei 303 war. Vielleicht jetzt nicht gleich um 8 Dollar, aber jedenfalls Limit-Orders von zum Beispiel strategischen Investoren sorgen immer dafür, dass die Märkte fallen, während Limit-Orders von Verkäufern auf der Oberseite, also Limit-Orders von Leuten, die verkaufen, auf der Oberseite dafür sorgen, dass Märkte steigen. Dann geht es halt die Limitverwaltung und das Stop-Management. Gerade wenn Sie auch in verschiedenen Märkten unterwegs sind, auch Risikomanagement. Das heißt, ja, ich habe jetzt hier mal eine freie Software genommen. In dem Fall ist das hier TradeFox als freie Software, Euro-US-Dollar. Und da habe ich jetzt einfach hier mal den Euro-US-Dollar. So, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will jetzt hier Trades machen. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel Ausbruchshandel angenommen. Ich will jetzt Ausbruchshandel machen. Was habe ich jetzt als Händler zu tun, beziehungsweise wie kann ich jetzt diesen Chart mit Limiten pflastern? So, das ist jetzt der nackte Chart. Geht jetzt los. Erste Stufe. Okay, ich sehe aus 3 Metern Entfernung, dass auf der Unterseite
des Euro-US-Dollars zum Beispiel zwei Tiefpunkte sind in kurzer Folge, was natürlich ideal ist im markttechnischen Handel. Das heißt, wenn der Markt durch den ersten Tiefpunkt durchgeht, sorgen die Market Orders möglicherweise dafür, dass die Orders auch durch den zweiten Tiefpunkt durchgehen und meine Limit Order, die ich auf der Unterseite unten drunter gepackt habe, gleichzeitig noch, sorgt sogar noch dafür, dass meine Short-Position, die ich dann per Market dort an der Stelle zum Beispiel eingehen könnte, sogar noch unterstützt wird. Das heißt, meine Limit Order, sprich der grüne Strich auf der Unterseite, sorgt sozusagen dafür, dass die Stop-Orders, die an den zwei Tiefpunkten ausgeführt werden, nach unten angezogen wird. Gleichzeitig als Händler kann ich den Markt weiterhin mit Limiten pflastern. Wir haben ja auch gewisse Hochpunkte. Die Hochpunkte zum Beispiel auch in kurzer Folge. Das heißt, wenn der Markt durch den ersten Hochpunkt durchgeht, könnte es sein, dass, wenn der Markt seitwärts geht, dort sehr viele Stop-Buy-Orders liegen und diese Stop-Buy-Orders dafür sorgen, dass diese in Market-Orders umgewandelt werden. Diese Market-Orders die Kurse wieder durch den zweiten Hochpunkt nach oben durchschieben, wo wiederum Market Orders ausgelöst werden, die wieder sagen, gib mir jeden Preis auf der Oberseite. Und hier im Endeffekt kann ich meine Long Market Position zum Beispiel durch ein Limit Sell oben drüber unterstützen und sozusagen das Limit Sell, das heißt die obere rote Linie, würde sozusagen die Market Orders, die unten drunter nach oben kommen, anziehen. So, das könnten Sie theoretisch machen für, ich sage einfach mal, 5.000 Werte, 5.000 Aktien, 5.000 Indizes, eigentlich für alles, was Sie handeln können, egal ob das jetzt Rohstoffe sind und so weiter. Es ist nur davon abhängig, wie viele Bildschirme haben Sie und haben Sie es in der richtigen Darstellung und Einstellung und Software entsprechend fertig gemacht. So, gehen wir mal weiter. Nächste Stufe. Sie sehen, der Markt ist eine ganze Weile seitwärts gelaufen, lange Zeit nichts passiert, einige Stunden. Na, Sie haben keinen Einfluss auf den Handel. Und dann hat es plötzlich Klack gemacht. Das heißt, die Market Orders wurden ausgeführt. Es ging nochmal eine Weile seitwärts. Es ging dann nochmal durch das zweite Hoch auch durch. Und dann schoss der Markt nach oben. Das heißt, hier kann es sein, von 14 Uhr in dem Fall bis früh 8 Uhr lief der Markt in einer gewissen Spannbreite zum Beispiel seitwärts und ist dann nach oben ausgebrochen. Und je länger Märkte zum Beispiel wie jetzt hier in einer gewissen Seitwärtsrange laufen, gibt es ja die Besonderheit bei geraden Linien, dazu könnte man auch nochmal ein separates Seminar machen. Gerade Linien, sagte mir mal ein Kursmakler früher, gerade Linien sind etwas für geradlinige Typen, schräge Linien sind etwas für schräge Typen. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese waagerechten Kursniveaus der gesamte Markt sieht. Also egal, ob Sie in Australien, in Amerika oder Europa sitzen, abgesehen jetzt von vielleicht ein paar Pips, abhängig von der Software, die man verwendet, würden sich hier sämtliche Orders, die im Markt drinne sind oder reingelegt werden, wie ich jetzt hier zum Beispiel diese Stop-Buy und die Limit-Sell-Orders reingepackt habe, die laufen, die stehen im Markt drin, auch wenn Sie die nicht sehen. Ja, vielfach sehen Sie im Orderbuch natürlich hier oder da Kauflimite, also möglicherweise die roten Linien würden Sie jetzt im Orderbuch, also auf der Oberseite würden Sie die rote Linie sehen und auf der Unterseite würden Sie die grüne Linie im Orderbuch sehen. Aber die Stop-Buy-Orders selber würden Sie die grünen Linien auf der Oberseite und die roten Linien auf der Unterseite würden Sie im Orderbuch selbst nicht sehen, weil die werden dann sofort Market ausgeführt und fertig. So, das heißt, der Markt läuft hier 6, 7, 8 Stunden seitwärts. Es passiert eigentlich lange Zeit möglicherweise gar nichts und dann bricht er da oben aus und Sie sind dabei. So, wenn der Markt jetzt hier ein neues Hoch macht zum Beispiel und Sie haben nach wie vor nicht den Trendhandel, sondern den Ausbruchshandel im Fokus, dann was macht der Händler als nächstes? Richtig. Er setzt zum Beispiel oben drüber die nächsten Stop-Buy, wenn man jetzt mal von Punkt 2 als letzten Punkt ein ausgeht und nicht in die Korrektur sich einkauft. Und wenn Sie oben drüber ein Stop-Buy gelegt haben, haben Sie nach wie vor die Möglichkeit, sofort Ihre Stop-Buy-Position, die Sie hier an der Stelle long eingehen würden, Market, durch eine Limit-Sell-Position, weil Sie wollen ja Ausbruchshandel machen, oben drüber zu unterstützen. Das heißt, Ihre Limit-Sell-Position oben drüber, die können Sie jetzt schon reinlegen. Und wenn der Markt läuft im Laufe der Zeit, sammeln sich ja auf diesen Kursniveaus weitere Orders auf, weil diese Hochpunkte, die dann hier entsprechend entstehen, sehen ja nicht nur Sie allein, sondern sieht ja die gesamte Welt, die gesamte Trading-Welt, alle, die in dem Markt unterwegs sind. Und wir sehen das auch hier. Gut, dann ist das hier wahrscheinlich overnight gewesen, was hier passiert ist. Es gibt einen Sprung nach oben
Und wenn der neue Sprung da ist, neues Hoch da ist, sie haben die Möglichkeit, dann wiederum ganz klassisch, ganz stupide, zum Beispiel ein neues Stop-Buy zu machen und ein neues Limit Sell. Und was passiert? Es geht hier eine gewisse Zeit, eine halbe Stunde, eine Stunde seitwärts und dann peng, sorgen die Market Orders dafür, dass es wieder durchläuft. Sie kommen rein, kommen raus, neues Hoch. Sie warten ab, dass sich das neue Hoch gebildet hat. Wenn sich das neue Hoch gebildet hat, ganz stupide Stop-Buy, Limit Sell oben drüber für einen Ausbruchshandel. Und dieses Stop-Buy, Stop-Sells können Sie natürlich dann auch, wenn der Markt in die Korrektur hineingeht, entsprechend anpassen. Das heißt, Sie müssen ja nicht unbedingt oben an dem Hochpunkt erst einsteigen, sondern Sie können ja dann, wenn Sie im Lauf, wenn Sie das sich das auf dem Bildschirm darstellen lassen und der Markt einfach seitwärts geht, leicht korrigiert, was ja hoffentlich auch ja, schön wäre, wenn er etwas korrigiert und nicht als einfach bloß wie eine Linie nach oben geht. Michael Vogt sagt immer, nimm mir meine Gewinne wieder weg, weil nur wenn die Korrektur wirklich läuft und die Gewinne kurzfristig weggenommen werden, kann sich durch dieses Wegnehmen der Gewinne, also sprich durch die Korrektur, erst der Trend fortsetzen. Also ein Trend braucht immer irgendwann eine Korrektur, um überhaupt in den Trend weitergehen zu können. So, hier haben wir das im Endeffekt so, die Hochpunkte. Man könnte jetzt die grünen Linien halt schrittweise an lokale Hochs weiter nach unten ziehen, um dann zum Beispiel nicht erst am letzten Punkt reinzukommen, sondern vielleicht schon ein Stück tiefer. Und was dann passiert? Der Markt geht eine ganze Weile seitwärts und dann plötzlich geht es wieder durch diese Hochpunkte durch, rein, raus, etc. Neue Hochpunkte, ganz stupide, immer wieder dasselbe, Limite legen, Limite managen. Und das, wie gesagt, halt machen Sie sich so viele Märkte auf, wie es geht. Nicht in allen Märkten läuft immer etwas. Sie haben keinen Einfluss drauf, ob ein Seitwärtsmarkt entsteht oder nicht. Das Einzige, was Sie machen können, ist entscheiden, wo platziere ich meine Limite und wo nehme ich dran teil. Und bei dem Bild sehen wir nach wie vor, dass die Short-Order auf der untersten Seite, ja, die wir ganz am Anfang reingelegt haben, ich schalte mal zurück, nach wie vor, die wir hier unten reingelegt haben, immer noch im Markt drin ist, aber nichts passiert ist. Die können Sie nach wie vor auch drinnen liegen lassen. Weil sollte der Markt mal einen schwarzen Schwan haben, können Sie durchaus auch nach unten mal richtig durchlaufen. Ja. Dasselbe ist halt immer stupide, immer dasselbe. Die Arbeitsweise bei vielen Händlern ist im Endeffekt immer die Frage, wo passiert oder wo kann ich meine nächsten Trade machen? Und was das betrifft, schalten immer viele zwischen diesen Zeitebenen hin und her und scrollen im Chart herum. Das heißt, sie fangen irgendwo im Idealfall bei der technischen Analyse irgendwo beim Wochenchart an, wechseln auf den Tageschart, dann von Tageschart auf 240 Minuten, 60 Minuten, 10, 30 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, Tick-Chart und dann Tick-Volume-Chart. Und wenn sie unten angekommen sind, dann fragen sie sich wieder, wie sieht es denn jetzt im Vergleich zum Tageschart aus? Und dann schalten die von unten wieder nach oben durch. So, und wenn man das sich mal so anschaut, das ist reine Beschäftigungstherapie und mit jeder Umschaltung sieht der Chart anders aus, weil der sich in das Fenster des Darstellungsfensters anders reinskaliert, beziehungsweise die Darstellung sich natürlich, wenn man einen kürzeren Zeithorizont hat, etwas anders aussieht, als wenn man Tages- oder Wochencharts sich anschaut. Ich bezeichne das Ganze als Chartflipping und als Interpretation oder als Beschäftigungstherapie. Und das ist eine riesengroße Fehlerquelle, gerade im diskretionellen Handel. Statt zwischen diesen Charts von früh bis abends 10.000 Mal hin und her zu schalten, ist es doch, wie man das vorher gesehen hat, wesentlich interessanter, sich die Märkte einfach auf den Bildschirm zu packen, laufen zu lassen, in der richtigen Größe einzustellen und nach qualitativen Punkten zu suchen, wo man entsprechend Bewegung entsteht oder wo Bewegung entsteht und wo man seine Limite und seine Handelsposition halt platziert und die dann natürlich auch, man kann die ja natürlich, man muss ja jetzt nicht stur mal im letzten Punkt da reingehen, wo man halt die Limite, wenn sich der Markt weiterentwickelt, auch einfach ja, anpasst. Und wenn Sie diese Märkte und diese Charts permanent im Blick haben, dann brauchen Sie auch nicht umsonst auf den Chart zugreifen. Viele tun halt auch hin und her schalten zwischen den Charts, um zu gucken, ob sie überhaupt was machen müssen. Wenn Sie sehen, dass sich der Markt weiterentwickelt hat und dass die Limite möglicherweise am letzten Punkt sind, wo man reinkommen könnte, und jetzt hat sich mittlerweile der Chart weiterentwickelt, hat weitere lokale Hochs oder Tiefs, je nachdem, gebildet, dass Sie auch sehen, okay, jetzt muss ich mal das Limit ändern. Das heißt, wenn Sie genügend Überblick haben im Handel, haben Sie auch die Möglichkeit, nur dann die Limite anzupassen,
wenn es notwendig ist. Das heißt, sie schauen nicht umsonst 100 Mal oder rufen den Chart nicht umsonst 100 Mal auf oder schalten 100 Mal umsonst zwischen den Charts hin und her, sondern sie greifen und machen nur dann Limit Management, wenn es auch entsprechend ihrer Handelsausrichtung notwendig ist. Dadurch reduzieren sie, ich sage mal, im Laufe des Tages beim Handel die Aktivitäten schon mal mindestens um 80% und können sich eigentlich auf das konzentrieren, was die Handler ausmacht. Die Arbeitsweise bei vielen Händlern, zum Beispiel auch eine falsche Chart-Darstellung. Das permanente Umschalten zwischen Zeitebenen und Scrollen im Chart. Hier zum Beispiel bei der Chart-Darstellung könnte man sagen, okay, da ist jetzt so oben angeschlagen, der Chart, beziehungsweise der Markt ist oben angeknallt, der kann nicht mehr steigen, der kann bloß noch short gehen, der kann bloß noch fallen. Falsche Chart-Darstellung. Oder entsprechend auf der Unterseite natürlich, wenn man das spiegelt, der Markt kann nicht mehr fallen, der kann bloß noch long gehen. Dahingehend ist die persönliche Arbeitsweise bei vielen Marktteilnehmern so, dass das Interpretieren und das Umschalten den überwiegenden Teil der Tätigkeit im Laufe des Tages einnimmt, während das wirklich risikorelevante Limit Management und die Limit Positionierung, das Pflastern des Marktes sinnvoll mit Limiten in den Hintergrund gerät. Wenn Sie sich entsprechend die Infrastruktur fürs Formel 1 bauen, dann sollte das Ziel sein, dass Sie im Endeffekt gar nicht mehr sinnlos hin und her schalten oder einfach bloß ja, unsinniges Chartflipping machen, sondern dass Sie sich ausschließlich damit beschäftigen, welche Punkte sind relevant, also erfolgreiche Suche nach wichtigen Punkten für das Limit Management und dann natürlich zur Risikoreduzierung die Limite entsprechend der Handelsausrichtung oder dem Trading-Ziel anzupassen. Und wenn Sie dann irgendwo bei dem Punkt, ich sag mal 10 zu 90, 5 zu 95 angekommen sind, dann werden Sie feststellen, wie stark Sie sich im Trading von wirklich Risikosachen und Aktivitäten entlasten und wie angenehm und wie ruhig das Trading wird. Weil Trading ist eigentlich, wenn man das mal genau betrachtet, eine rein stupide Geschichte. Das heißt immer wieder dasselbe. Michael Fuchs sagt auch, Trading ist intellektuell nicht anspruchsvoll, wenn man es richtig macht. Rechenbeispiel. Wir nehmen jetzt mal einen Trader, der möglicherweise bloß ein Notebook hat oder mit einem Monitorsystem halt irgendwie arbeitet, hat aber 10 Sachen, die er halt gerne handeln möchte. DAX, Dow Jones, Öl, Euro, US-Dollar, eine andere Währung und so weiter. 10 Symbole im Endeffekt. Das macht er zum Beispiel 8 Stunden am Tag und er braucht aber für seine Handelsentscheidung, damit er zum Beispiel den großen Trend, den großen Wind zieht, zum Beispiel 3 Zeiteinheiten für die Entscheidung im Trading pro Symbol. So, dazu noch Internet und Newsticker und hat beispielsweise nur ein Monitorsystem. Einfachste Mathematik, ganz kleine Zahlen, die aber große Auswirkungen haben. In dem Fall hier 10 Symbole, 8 Stunden am Tag. Mit 3 Zeitebenen, das 10-mal pro Stunde nachgeschaut, nur 10-mal die Stunde nachgeschaut. Also er hat es nicht im Überblick, sondern nachgeschaut, was sie machen. Und hat dazu vielleicht noch 100-mal im Internet, News, Trading Chat und keine Ahnung, vielleicht noch Webinar mit angeschaut. So, wenn man das mal so einfach multipliziert, kommt man hier an sich am Tag auf 2500 Aktivitäten, wo im Endeffekt nichts bei rausgekommen ist, wo man sozusagen auch 2500 Fehlerquellen hatte. Das Einzige, was das ist, ich sag mal, Aktionismus. Das ist einfach ein Risikofaktor. Die Märkte laufen oder sind plötzlich gelaufen. Ich habe es nicht mitbekommen. Die Leute ärgern sich, dass sie nicht dabei sind. Fehlender Überblick. Beispiel 2, der Trader B, der aktive Trader, in dem Fall ein 6-Monitor-System, habe ich jetzt mal angenommen. Es müssen keine 6-Monitore sein, es können auch 3, es können auch 4, können auch 8 oder 10 oder 12 sein. Das hängt wirklich mit der persönlichen Analyse ab, wie man selber arbeiten möchte. Angenommen dasselbe Setup im Endeffekt, wenn man das zum Beispiel so sich richtig dann gestaltet, hat er in dem Fall für diese permanenten Informationen und für die Symbole, die er handeln möchte, keinerlei einzigste Umschaltung gebraucht. Null Klicks für Informationen, null Klicks für Umschaltungen, um irgendwas einzustellen. Er hat einen permanenten Überblick, aber er hat möglicherweise 20 Limite in den Markt reingetan oder 50 Limite in den Markt reingetan und hat von den 50 Limiten im Endeffekt oder von den 50 Trading-Setups 20 Trades gemacht und hat aber trotz dessen den Markt und Trading-Möglichkeiten immer im Überblick. Und dort an der Stelle fängt halt das Trading an, gerade auch im Daytrading-Bereich. Es wartet ja niemand auf Sie, weil Sie gerade etwas nicht gesehen haben oder Sie können auch nicht die Zeit zurückdrehen, wenn Sie irgendwas verpasst haben. Sie können immer nur rechtzeitig dabei sein oder rechtzeitig die Limite reinlegen. Und um nochmal zurückzugehen zu diesen Charts, genau.
Wenn Sie ein Orderbuch an der Börse haben, ist es ja auch so, gerade wenn Sie per Stop-Buy oder Stop-Sell an gewissen Punkten reinkommen wollen, dann ist es ja auch relevant, im Endeffekt, wann Sie diese Order in das Orderbuch einstellen. Ja, gerade bei Limit-Orders zum Beispiel. Ja, wenn Sie Limit-Orders eingeben, dort gibt es einen sogenannten Zeitstempel. Und dieser Zeitstempel im Orderbuch bedeutet natürlich auch, an welcher Position und an welchem Rang Sie im Handel im Orderbuch stehen. Das heißt, wenn Sie einer der ersten sind, das Limit zum Beispiel, das Verkaufslimit auf der Long-Seite dann beim Ausbruch oder das Kauflimit auf der Short-Seite bei einer Stop-Sell-Position, dann sind Sie natürlich, obwohl der Markt dann hier 3, 4, 5, 6 Stunden gelaufen ist und auch sehr viele Limit-Orders dann aufgrund der Hoch- oder Tiefpunkte und Handelsausrichtung dazugekommen sind, dann zählt für Sie natürlich auch als Händler, an welcher Position stehe ich im Orderbuch mit meinem Zeitstempel? Ganz, ganz wichtig, Zeitstempel im Orderbuch. Denn wenn Sie jetzt hier der Letzte sind im Orderbuch, dann kann es durchaus passieren, wir hatten das 2011 einmal gehabt, da ist der DAX, können Sie mal schauen, ich glaube 2011 war das gewesen, da ist der DAX im August, ich glaube im 6. August oder 11. August, irgendwas in dieser Größenordnung war das, 2011, hat der DAX Future ein Gap gemacht von 40 Punkten. Wobei man sagen muss, der DAX Future ist ein schwergewichtiger Future an sich selbst. Es ist auch nicht so extrem viel Handelsvolumen im Vergleich mit Amerika im DAX Future unterwegs. Aber am 2.11. oder nee, in 2011, in dem Jahr war das, glaube ich, gelesen, das sehen Sie auch, wenn Sie sich so einen historischen Chart mal anschauen, ist der DAX Future durch drei Tiefpunkte durchgegangen, die sich von März, Mai und glaub Juni gebildet hatten. Das heißt, alle, die dort über ein gesamtes halbes Jahr lang in Größenordnung ihre Verlustrisikoposition, also ihre Stop-Positionen dort platziert haben, zum Beispiel einen Stop reingelegt haben, Stop-Sell als Beispiel. Alle, die das gesamte letzte halbe Jahr an dieser waagerechten Linie auf diesem Kursniveau ihre Verlustbegrenzung hineingelegt haben, sind plötzlich in 2011 in August an einem Tag ausgeführt worden. Und dadurch hat es dafür gesorgt, dass alleine im DAX Future an dem Tag in dieser Stelle ein Gap von 40 Punkten entstanden ist. Das heißt, die Eingabe, die rechtzeitige Eingabe entsprechender Limite bei entsprechender Handelsausrichtung ist auch extrem wichtig. Das heißt, wann sehen Sie diese Hochs und wann sehen Sie die Tiefs und wann passen Sie oder packen Sie Ihre Orders in den Markt hinein? Gehen wir nochmal zurück, vorwärts. Gut. Hier waren wir gewesen. Dahingehend, entsprechend, wenn Sie sich solche Setups bauen, werden Sie feststellen, gerade im Businessbereich, dass die Produktivität aufgrund der Entlastung und ich sag mal, der Ergonomie um ca. 35% einfach steigt, weil Sie nicht 2000 Mal am Tag sinnlos hin und her schalten bei Sachen, die Sie so und so im Überblick haben könnten, ohne zu schalten. Sie können die Klickrate mit der Maus um bis zu 80% reduzieren. Und bei mir ist es so, ich arbeite natürlich auch sehr viel am Computer. Ich habe zum Beispiel auch so ein Problem, Mausarm-Syndrom, RSI-Mausarm-Syndrom, wenn Sie extrem viel mit der Maus machen. Wir haben auch ein Dokumentationssystem, wo man viel klicken muss. Da ist es schon wichtig, dass man auch die Ergonomie und die Ermüdungsfreiheit in den Vordergrund stellt. Und natürlich, wenn Sie einen guten Überblick haben, ist es natürlich sichergestellt, dass Sie eine deutlich höhere Konzentration beim Training oder beim Arbeiten haben, als was es normalerweise üblich ist. Bei Aktienhändlern zum Beispiel, wer jetzt ja Aktien handelt, ist es grundsätzlich so, dass natürlich der Bedarf an Anzeigefläche wesentlich größer ist als bei jemandem, der jetzt nur einen Index oder ein Instrument handelt. Daher ja die Aktienhändler zum einen die Aktien selber in der Regel als Charts brauchen. Und wenn man jetzt mal überlegt, es gibt im DAX 30 Aktien im DAX, die möglicherweise nicht alle relevant sind, aber vielleicht sind 10 oder 15 relevant für den Handel, weil sie gewisse Fables dafür haben. Dow Jones hat 30 Werte, der Nasdaq hat, glaube ich, 6000 Werte, wo man sich Sachen darstellen kann. Und dann entsprechend, wenn man die Ordersysteme hat, ist es natürlich schön, wenn man für diese jeweiligen Aktien oder Indizes auch noch die Ordersysteme passend mit einblendet, sodass man direkt vielleicht aus dem Chart heraus das Ganze ordern kann. Und dann natürlich brauchen Sie die Orderoberfläche, Kontoinformationen,
Im Internet werden Sie wahrscheinlich auch immer irgendwas machen. Sie werden definitiv immer irgendwas im Internet machen, egal ob Sie jetzt hier das Webinar anschauen oder sich bei YouTube irgendein Video noch mit anschauen, Musik oder ähnliches. Dahingehend ist es halt wirklich wichtig, sich dort Anzeigeflächen zu schaffen. Was man natürlich als Händler auch grundsätzlich machen kann, dass man sich zum Beispiel eine Weltzeituhr mit anzeigen lässt, dass man dann weiß, okay, gerade bei der Sommer-Winterzeitumstellung zwischen Europa, London und USA gibt es auch immer mal gewisse Verschiebungen um eine Woche, glaube ich. Genauso gut ist es natürlich relevant, wenn man irgendwie eine Information hat von Anbietern, die einem wichtige Finanztermine wie so eine Liste halt anzeigen oder anbieten, sodass Sie zum Beispiel zwar Ihren Handel auf verschiedenen Monitoren haben, aber sämtliche wichtigen Finanztermine, die im Laufe des Tages sind, einfach zum Beispiel Monitor um 90 Grad drehen, senkrecht, sodass die Liste auch komplett sichtbar ist, auf dem Monitor drauf lassen und einfach drauf stehen lassen. Genauso gut, je nach Handelsausrichtung kann es relevant sein für den einen oder anderen, wenn jemand sagt, okay, ich brauche zum Beispiel die Volatilität permanent, wer jetzt zum Beispiel im Optionsbereich handelt oder halt wer jetzt auch Trading macht in der Form, dass man sagt, okay, wenn die Volatilität, der Volatilitätsindex gefallen ist oder sagen wir, auf dem absteigenden Ast ist, kann es durchaus mal sein, dass die Volatilität als Bewegungsindex, also wie viel Bewegung wird in den Markt hineinkommen, durchaus auch relevant ist für den einen oder anderen Trainer. Das heißt, wenn die Volatilität extrem gering ist, kann es sein, dass anschließend wieder eine Phase höherer Volatilität kommt, wo die Volatilität plötzlich mal wieder um 3, 4, 5, 10, 20% anspringt, VIX oder Volatilitätsindex in verschiedenen Varianten. Kann durchaus für den einen oder anderen Trader auch als Indikator sehr relevant sein. Ist aber immer schade, wenn man das natürlich nicht im Überblick hat und als Basisinformation nicht da hat. Genauso gibt es sogenannte Heatmaps im Endeffekt, wo man sehen kann, was, also grafische Darstellung, was sind die größten Gewinner, Verlierer. Und das gibt es halt wiederum für den Aktienbereich, das gibt es für den Indexbereich, das gibt es für Rohstoffe, etc. Und wer jetzt zum Beispiel auch CFDs handelt, gerade jetzt bei CFDs mit MetaTrader, es ist immer relevant oder auch um sich, sagen wir, optischen Täuschungen nicht zu unterlegen oder keinem psychologischen, ich sag mal, Kasper, sage ich immer, gerade wenn man alleine am Rechner sitzt, zu unterliegen, ist es immer schön, wenn man zu dem benutzten Ordersystem, zum Beispiel MetaTrader, GFD, möglicherweise noch ein zweites Chartsystem hat, wo im Endeffekt möglicherweise auch der Euro-US-Dollar mitläuft, aber reinweg nur als Chartsystem, weil es einfach dort ein bisschen anders dargestellt wird, sodass man im Endeffekt zwar das als Handelssystem oder als für den Handel den MetaTrader von GFD halt hat, aber im Endeffekt möglicherweise über ein zweites System. TraderFox habe ich da immer in der Regel mit im Laufen, was jetzt keine Börsenkurse an sich sind, weil das Kurse für Lang- und Schwarzinsatz sind. Aber man sieht dort im Endeffekt auch nochmal möglicherweise eine andere Darstellung des Ganzen. Sodass man, weil ich habe auch früher das Problem gehabt, wenn ich viele Tage alleine vom Rechner gehandelt habe, es geht immer eine gewisse Zeit gut und irgendwann fängt man an, sich hinein zu interpretieren. Also man versucht sich irgendwie selber, das ist einfach psychologisch bedingt, Einsamkeit etc., in den Markt hinein zu interpretieren und dann sieht man, ich sage mal, Gespenster im Trading. So, und dann sieht man Sachen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Da ist es immer gut, wenn man noch eine Kontrollfunktion hat in irgendeiner Form. Und bei mir ist es halt auch so, damit ich nicht immer zurückfalle in diesen Gedankengang, wo geht der Markt hin, habe ich mir zum Beispiel oberhalb von meinen Monitoren ein kleines Regal gemacht, wo ich das Buch von Michael Vogt oben drauf gestellt habe, sodass ich jeden Tag bestimmt 100, 200, 300, 500 Mal auf das Cover vorne drauf schaue, sodass ich jedes Mal psychologisch zurückgeholt werde. Deine Aufgabe als Händler ist es, den Markt sinnvoll an wichtigen Punkten mit Limiten zu pflastern. Weil jeder, der das Buch kennt, von Michael Vogt als Beispiel, der weiß, dass er das Buch, wenn man das richtig studiert, mehr oder weniger ist es ja fast wirklich, sagen wir mal, ein Studium, was man da machen kann, dass man das Buch im Jahr vielleicht schafft, einmal effizient durchzulesen, wenn man entsprechende Übungen in ETC mitmacht. Das heißt, wenn Sie Markttechnik oder sagen wir von der Ausrichtung her in dieser Richtung oder auch selbst wenn es eine andere Handelsausrichtung ist, Sie ein anderes System haben und Sie haben dort ein Buch dazu. Sie schaffen es nicht, dieses Buch am Tag 100 Mal zu lesen und schon gar nicht 200 Mal und schon gar nicht 500 Mal. Was man aber machen kann, um sich einfach psychologisch zu trainieren, eine Art psychologisches Dauertraining für sich selber im Trading zu machen, dass man sich entweder bestimmte Sachen,
aus dem Training gewisse Sachen einfach skizziert. Entweder man macht sich eine eigene Skizze mit wichtigen Punkten, zum Beispiel aus der Markttechnik, zum Beispiel der Tisch mit diesen 4 Marktteilnehmern, die Long Flat Short Positionen, die Teilnehmer, oder halt der Punkt, wo geht Bewegung hin, wo kann Bewegung entstehen und wo geht der Markt hin. Ne? Dass man sich das einfach hinmacht. Und dort kann man am Tag 500 Mal draufschauen. Das kann man mal nebenbei machen und wird psychologisch mehr oder weniger immer wieder auf die Basis des Handels oder die Aufgabe des Händlers zurückgebracht. Dahingehend, wie gesagt, kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal ein Trading-Tagebuch zu führen, wobei jetzt hier nicht das klassische Trading-Tagebuch gemeint ist, wo Sie Ihre Trades eintragen und dann, ob Sie mit Gewinn oder Verlust rausgegangen sind. Das machen so und so in der Regel die wenigsten. Ich glaube, das machen unter 3% der Teilnehmer, die am Markt Trading machen, sondern hier mal eine andere Form des Trading-Tagebuchs oder auch Analyse zu machen. Was mache ich denn den ganzen Tag? Dann weiterhin zu unterscheiden, was sind Informationen, die ich einfach als primäre Permanentinformationen benötige. Zum Beispiel, wo steht der DAX, welches Kursniveau hat der DAX, der Dow Jones, Euro, etc., Dollar und so weiter. Das aber nach Möglichkeit auch in einer Größe, dass man sich nicht anstrengen muss oder permanent scrollen muss, um dort irgendwas zu sehen, sondern eine fixe Einstellung, sodass man hier auch eine stabile Einstellung hat für ein stabiles Setup. Und dann natürlich die Unterscheidung in primäre permanente Informationen, was ich gerade sagte, und sekundäre operative Informationen, was Sie gerade aktiv zum Beispiel handeln oder wo Sie gerade aktiv Ihre Orders platzieren. Und dann natürlich, wie gesagt, das Ziel, ein stabiles Setup zu bekommen, Ruhe in den Handel hineinzubekommen, Überblick in den Handel hineinzubekommen und entsprechend das Chart-Flipping, was viele machen und dann immer Action, es muss ja irgendwas passieren und jetzt, ja, jetzt gucke ich mal dort, ach ja, jetzt habe ich gerade das gelesen und jetzt mache ich mal das. Und wenn Sie zum Beispiel sich ein sehr stabiles Setup geschafft haben, ist es natürlich immer relevant, wenn man sein Setup hat und jetzt findet man mal noch eine Information aus irgendeinem Forum oder von irgendeinem Freund oder ähnliches, der sagt, ja, guck dir mal das und das an. Wenn man sein Setup, was man sich gestaltet hat für den Handel, nicht mit irgendwelchen, ich sage mal, Nebeninformationen nochmal überlagert im Endeffekt, sondern dass man sagt, okay, ich habe für solche Sachen wie ja, Empfehlungen und irgendwo eine Handelsidee und jetzt habe ich irgendwo einen Signaldienst noch, dass man sagt, ich habe dort noch einen separaten Bildschirm, der den eigentlichen Handel gar nicht stört. Könnte zum Beispiel auch das ganz normale Internetbildschirm sein. Ja. Also versuchen Sie hier einfach sich ein Setup zu gestalten, dass Sie Ruhe und Zeit für Handelsentscheidungen haben und gewinnen und dieses Chart-Flipping ad acta legen. Dann werden Sie merken, ich habe zum Beispiel auch Vermögensverwalter als Kunde, die hatten mit zwei, drei Bildschirmen bis jetzt gearbeitet, haben aber dann halt mehrere Konten, die sie verwaltet haben, dazu noch eine komplexe Handelssoftware und da sagt, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich bin hier am Tag, ich habe keinen Überblick, habe hier die Panik permanent, ich habe permanent den Stress. Da hat sich dann ein 8-Monitor-System gekauft und seitdem sagt er, es ist eine Wohltat. Punkt 5, investieren Sie in Ihr Handelsumfeld und legen Sie Dogmen ab. Sie müssen immer betrachten, wenn Sie sich für ein Handelssetup entscheiden, zum Beispiel bei uns so ein Trading-PC-System, betrachten Sie, es geht hier immer um Investitionen, die Ihnen möglicherweise, ich sage einfach mal eine pauschale Zahl, 5 Jahre lang, die nächsten 5 Jahre lang, das Trading erleichtern. 5 Jahre, 8 Stunden am Tag heißt 10.000 Stunden vor dem Bildschirm. Und da kann man sich entsprechend dann nur durch 10.000 Stunden freuen oder man kann sich 10.000 Stunden davor ärgern. Und entsprechend die Wahrscheinlichkeit, wenn man diese ganzen Risikopunkte hier sieht, das sind alles eigentlich relativ simple Risikogeschichten. Aber viele verballern hier aufgrund dieser Risikopunkte ihr Geld, weil sie einfach keinen Überblick haben. Und ganz wichtig ist im Endeffekt auch, wenn Sie mal von jemandem hören, ja, ich habe ein 3-Monitor-System oder ja, eigentlich müssen 2 Monitore reichen, ich mache das alles mit einem Monitor, legen Sie solche Dogmen ab. Diejenigen, die Ihnen dies sagen, die zahlen Ihnen nicht die Verluste, die Sie möglicherweise aufgrund mangelnden Überblick machen. Sie müssen immer versuchen, Ihr eigenes Setup zu gestalten, weil Sie sind als Marktteilnehmer und als Trader der Geschäftsmann, der für Ihren persönlichen Geschäftserfolg verantwortlich ist. Das heißt, Sie entscheiden, wie Sie arbeiten, was Sie arbeiten, wie viel Sie arbeiten und natürlich auch, wenn man also die Handelsmöglichkeiten erweitert, auch jetzt bei G4 zum Beispiel nicht nur den DAX handelt, sondern vielleicht 3, 4, 5 Sachen parallel sich zeigen lassen kann, dass Sie im Endeffekt dann dort auch möglicherweise mehr Trades machen können aufgrund besseren Überblicks.
Und dadurch dann vielleicht drei Trades dort im Gewinn, zwei im Verlust abschließen. Aber im Endeffekt haben sie fünf Trades gemacht und im Endeffekt haben sie nicht nur den einen Verlust im DAX mitgenommen, sondern sie haben dreimal Gewinn in anderen Märkten gemacht und zweimal Verlust. Im Endeffekt sind sie trotzdem möglicherweise noch im Gewinn. Und dort geht dann natürlich auch das Money Management los, wo es darum geht, mit wie viel Prozent arbeite ich, wie viel Kapital setze ich ein oder was brauche ich an Handelsvolumina, um entsprechend überhaupt das Trading erfolgreich zu machen. Beispiele. Das ist zum Beispiel ein System, was ich mal bei einem Michael Fuchs Seminar aufgebaut hatte, um das den Teilnehmern zu zeigen. Ist ein zentrales System. Unten kann man sozusagen die Arbeiten machen. Und Sie sehen an sich auf der rechten Seite schon, wenn Sie nur den DAX, den Tech DAX und den Dow aufmachen, ist eigentlich alleine mit der Kursliste schon ein Bildschirm komplett belegt. Ja. Oben in der Mitte könnte man zum Beispiel permanente Informationen, Nachrichtenticker oder einen Scanner zum Beispiel nehmen. Es gibt ja mittlerweile auch Markttechnik-Scanner. Diese Markttechnik-Scanner gibt es sowohl für MetaTrader als auch für TraderFox und andere, wo im Endeffekt Sie gar nicht mehr sich selber anstrengen müssen, zu entscheiden, in welcher Phase befindet sich der Markt. Also sprich, befindet sich der Markt gerade im Aufwärtstrend, im Seitwärtstrend, im Abwärtstrend oder wie befindet sich der Markt auf 5-Minuten-Basis, 3-Minuten-Basis, 15, 30, 60 und so weiter. Sondern das gibt es mittlerweile schon softwaregestützt, vollautomatisch. Das heißt, das ist wie so eine Times and Sales Liste. Mit jeder Trendzustandsänderung bei diesem Scanner bekommen Sie sozusagen immer die aktuelle Information in den jeweiligen Wert, egal ob das jetzt der DAX ist oder irgendeine Aktie ist oder Euro-US-Dollar ist, wie sich der Trendzustand ändert. Zum Beispiel, wenn es im 5-Minuten-Bereich eine Trendänderung gibt, zum Beispiel im 5-Minuten-Bereich geht der Chart oder geht der Euro-US-Dollar zum Beispiel aus einem Abwärtstrend in einen Seitwärtstrend über, dann kriegen Sie das dort optisch in Realtime dargestellt. Das heißt, Sie brauchen gar nicht mehr selbst in dem Sinne, sagen wir, das unbedingt ja, Analysen und Rätselraten, wo befinden wir uns eigentlich? Und sondern das kriegen Sie auch softwareseitig mittlerweile gestützt angezeigt. Gibt es Möglichkeiten, auch man braucht natürlich, wenn man Scanner laufen hat, Long Trend Scanner, Short Trend Scanner, auch entsprechend wieder Darstellungsfläche, wird schon mehr alleine für einen Scanner. Das ist zum Beispiel ein Handelsbüro, das Händlern entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Die hatten sich dann entschieden, im Endeffekt jetzt hier sechs Monitorarbeitsplätze für die Händler zur Verfügung zu stellen. Auch ein symmetrisches System, parabolisch angeordnet, sodass das halt auch ergonomisch ist. Das ist eine Variante, die sich empfiehlt für Trader, die zum Beispiel mit Indikatoren arbeiten. Also wenn man jetzt den Chart nimmt und dann unter dem Chart noch weitere Indikatoren mit einblendet, denn vielfach haben sie die Monitore waagerecht, haben oben eine Menü, also mehrere Menüzeilen meistens zur Bedienung des Systems oder des Bildschirms oder des Internets. Dann kommt ein Stück Chart, ein kleines Stück Chart und dann haben sie nochmal drei, vier Indikatoren und drunter. Das heißt, von der Kursskala in der Höhe im Chartsystem sehen sie eigentlich fast nichts mehr. Was man sieht, sind die Indikatoren in der Serie. Und das kann man natürlich einfachen, indem man die Bildschirme einfach um 90 Grad dreht und dann im Endeffekt zum Beispiel Kurslisten, Scannerlisten ganzseitig komplett sieht, ohne jetzt auf den Internetseiten oder den Scannerlisten hoch und runter zu scrollen. Und wenn man Charts laufen hat, natürlich auch die Charts mit darunter gelegten Indikatoren halt auch in einer vernünftigen Größe im Blick zu haben. Das ist zum Beispiel ein Manager von mehreren großen Investmentfonds. Er hat mittlerweile auf 10 Bildschirme aufgestockt, weil die 8 auch nicht gereicht haben. Hier im Endeffekt auch ein Tischsystem, was wir selber designt haben. Das gibt es auch nur bei uns, weil wir das entwickelt haben. Das ist im Endeffekt ein komplettes Setup. Da ist auch der Rechner und alles eingebaut in dem Tischsystem, inklusive natürlich auch unterbrechungsfreie Stromversorgung, mehrere Stromversorgungskreise, etc. Das ist auch richtig gute Tischlerarbeit. Also wer im Endeffekt auch Interesse hat, sich das Umfeld entsprechend zu schaffen, dass es auch Spaß macht im Handel. Wir stehen Ihnen dort auch zur Verfügung, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Und ich habe häufiger auch immer die Rückfrage bzw. die Aussage, ich habe nicht so viel Platz für ein Trading, ich kann nur zwei Monitore hinstellen. Dann sage ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Sie Trading als Ziel haben, entweder Sie reißen die Mauer weg, die Sie stört, oder Sie machen die New York-Taktik, das heißt, Sie gehen in die Höhe. Na, wenn unten waagerecht zu wenig Platz ist, in die Höhe gehen, im Endeffekt zweite Ebene. Wir haben auch Trader, die zum Beispiel mit drei Monitorebenen arbeiten. Warten Sie, muss man auf den Bildschirm gehen.
Das ist zum Beispiel ein Trader, der mit Aktien und Indikatoren halt arbeitet, hat links und rechts die Monitor- und Pivot-Funktion und dann darunter die Indikatoren und hat in der Mitte seine Handelsplattform. Auch ein Tiefsystem individuell angepasst wird an die Maße von der Ecke. Und das ist zum Beispiel ein Händler, der in dem Fall Aktien handelt. Er hat zum Beispiel immer 13 Aktiencharts, also 13 Bildschirme für Aktien und zwei Bildschirme, einmal für Internet und einmal für die Order, für das Ordersystem. Wenn Sie jetzt mit MetaTrader zum Beispiel arbeiten, könnten Sie auch MetaTrader 4, MetaTrader 5 zum Beispiel verwenden. Eventuell, wenn Sie sehr viele Werte aufmachen, empfiehlt es sich auch, mehrere Instanzen des MetaTraders aufzumachen, weil der MetaTrader 4 eine Besonderheit hat. Und dann können Sie im Endeffekt auch verschiedenste Werte einfach laufen lassen. Der Trader hier zum Beispiel, der lässt diese Werte den ganzen Tag über laufen. Und so wie ich das Ihnen gezeigt hatte in den Charts am Anfang mit den Limitpositionen, macht er dann einfach nur eins. Wenn er merkt und sieht, dass sich dort was im Markt entwickelt, platziert er einfach seine Orders und überwacht seine Orders und lässt es einfach laufen. Das hat nichts damit zu tun, er ist ein besonders professioneller Händler, er ist einfach nur ein Marktteilnehmer. Und ich sage, es gibt nur Marktteilnehmer, die allerdings dann, der eine sitzt zu Hause, der andere in der Bank, die aber alle dieselben Möglichkeiten haben, wenn man sich darüber mal genau Gedanken macht. Damit sind wir schon fast am Ende des Webinars. Wir haben für die Webinarteilnehmer jetzt gerade jetzt zum Jahresstart eine Sonderaktion. Und zwar, wer sich bis zum 29. Februar unter der Nennung oder dem Codewort GFD Webinar bei uns meldet, bekommt, wenn er sein Trading Setup jetzt gestalten möchte oder möglicherweise auch einen Trading Tisch haben möchte, auch einen 5% Gutschein. Wie gesagt, wir sind im IT-Bereich, wir sind nicht im Bekleidungsbereich, deswegen sind 5% für uns schon sehr, sehr viel, weil einfach die Margen extrem gering sind im IT-Bereich. Also das ist wirklich schon ein riesiges Angebot. Und das gilt halt, wie gesagt, für Bestellungen, die bei uns gemacht werden bis zum 29. Februar. 29. Februar, wir haben, glaube ich, dieses Jahr Schaltjahr, deswegen habe ich den 29. Februar hingeschrieben. Da ist es wichtig, wer sich für Lösungen entscheiden möchte, dass man vorher mit uns nochmal telefonisch Kontakt aufnimmt. Wir begleiten Sie dann auch gerne bei uns im Online-Store, um zum Beispiel mal zu konfigurieren, wie ein Setup aussehen kann. Wir können dann auch noch weitere Details halt besprechen. Und ganz wichtig ist, bevor jemand eine Bestellung aufgibt, dass wir nochmal miteinander sprechen, über das, was Sie bestellen wollen, einfach mal kurz drüber schauen, damit nicht hier oder da eventuell, ich sag mal, ein falscher Fehler drin ist und dann das nachträglich dann zu irgendwelchen, sagen wir, Unannehmlichkeiten, gerade jetzt ergonomischerseits Ihres, wenn Sie arbeiten möchten oder auch von der gesamten Konfiguration, was die Sicherheit betrifft, entsprechend dann führt. Ne? Sie können im Endeffekt über unsere Webseite securus.com oder dingpc.com kommen Sie bei uns auf den Online-Store. Dort können Sie auch gern innerhalb von 2, 3 Minuten, länger dauert das nicht, sich auch immer eine Konfiguration zusammenstellen. Und natürlich, es gibt über, gerade bei den Trägersystemen, wenn man über das Menü Trägersysteme geht, auch komplett sehr individuelle Konfigurationen, wo man vielleicht mit uns mal spricht, um das auch bei Ihnen zum Beispiel an die Arbeitsplatzumgebung halt anzupassen. GFD wird dann im Nachhinein zum Webinar jedem Teilnehmer nochmal einen Link zusenden zu dieser Aufzeichnung des Webinars. Das Webinar wurde aufgezeichnet und dort hätten Sie auch die Möglichkeit, dann direkt über den Link zum Beispiel dann auch dorthin zu kommen, beziehungsweise auch weitere Informationen dann abzurufen. Dahingehend habe ich jetzt noch eine Fragerunde als Schluss. Es ist keine Werbesendung und es ging hier darum, im Endeffekt darum zu sagen, was den Handel ausmacht und im Endeffekt natürlich, wer das jetzt auch verstanden hat, dass im diskretionären Handel, der diskretionäre Handel gewisse Besonderheiten hat, der auch nicht nur an das Money Management selber, das heißt, wie viel Prozent setze ich ein und wie groß muss das Handelskonto sein, sondern dass man auch die Infrastruktur, die da ringsherum gehört, die extrem wichtig ist, weil gerade wenn Sie Handel machen, die nächsten 5 Jahre werden Sie ja definitiv technische Infrastruktur brauchen, um überhaupt was zu machen, dass man sich dort auch genügend Gedanken macht. Es gibt jetzt hier noch weitere Punkte, gerade jetzt auch, um das Risiko im Handel zu reduzieren. Da kann man anfangen, zum Beispiel Internetleitung
welche Formen der Internetleitung, welche Varianten, wie kann ich Internetleitungen sagen wir, redundant gestalten, wie kann ich das Risiko der Internetverbindung reduzieren, etc. Da gibt es sehr, sehr viele Gesichtspunkte. Die meisten fangen halt meistens erst damit an, wie bediene ich die Software und wo packe ich meine Orders rein. Und dort ist einfach das Problem, was ich immer wieder sehe, dass bei vielen Leuten dort an der Stelle der Handel erst beginnt und jetzt das ganze technische Setup vorher, vielleicht weil man technisch nicht affin ist, vielfach keine Rolle spielt. Dahingehend würde es mich freuen natürlich, wenn der ein oder andere sich hier aus der ganzen, ja, aus dem Webinar jetzt entsprechende Informationen herausziehen könnte, um Verbesserungen im eigenen Handel umsetzen zu können. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie bei Fragen auf uns zukommen, entweder bei uns, bei der Securis GmbH oder bei GFD, beim Christian und seinem Team und dort entsprechend, ja, Aktivitäten starten. Ich danke Ihnen dahingehend für Ihre Teilnahme und würde mich freuen, wenn wir dann demnächst Sie als Kunden bei uns begrüßen und Sie natürlich dieses Jahr auch ein erfolgreiches Jahr haben aufgrund der Hinweise, die Sie aus dem Webinar ziehen konnten. Vielen Dank. Super, super Maestro. Das hast du ja, sag ich mal, sauber abgezogen. Und wir sind ja leicht in Überlänge gegangen, aber die Informationen waren reichhaltig. Da denke ich, gibt es sich dran zu rütteln. Eine Fragestellung von Herrn Grä, vom Gerek. Ganz genau. Wir haben uns ja auch schon mal in München getroffen. Welche Bildschirme setzt denn du, Marco, für deinen Handelstisch ein? Ich glaube, da wäre vielleicht auch noch eine bildlichere Darstellung fürs nächste Mal vielleicht ganz witzig. Aber vielleicht kannst du Ja, dazu kurz noch was sagen. ich sag mal so, bei Bildschirmen heutzutage gibt es eigentlich nur zwei Varianten, wo sich der Markt hinentwickelt. Das eine sind, ich sage einfach mal, die klassische, sag mal, Full HD oder 16 zu 9 Darstellung, in der Regel meistens 24 oder 27 Zoll, so diese Größenordnung. Und dann gibt es ja neu auch diese ganzen 4K-Bildschirme, die mit einer extrem hohen Auflösung, also 3840 mal 2160. Jetzt muss man nur eins schauen. Bildschirm ist ja nicht gleich Bildschirm. Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen Bildschirm 24 Zoll oder 27 Zoll, dann kann ich damit sagen wir, auf den ersten Schritt nicht zwar was anfangen, aber ich habe dort noch keine hundertprozentige Information. Weil wenn du sagst, ich habe ein Auto, ja, da weißt du nicht, ist es ein Matchbox oder ist es ein Panzer. So, und genauso ist es, wenn jemand sagt, ich habe einen 27 Zoll Bildschirm. Ja, weil es gibt alleine bei diesen 27 Zoll Bildschirmen verschiedene Bildschirmauflösungen. Ja, Full HD als Beispiel oder 4K oder möglicherweise gibt es auch noch 28 Zoll Bildschirme, 25 Zoll. Also Samsung ist sag mal, dahingehend sehr kreativ. Die bringen, sag mal, ich will nicht sagen wöchentlich, aber fast wöchentlich neue Bildschirmtypen raus. Das heißt, kreativ dahingehend, relativ instabile Produktpalette, was das betrifft. Dahingehend haben wir hier gewisse, sagen wir, Setups und Anbieter, wo wir auch langjährig stabile Produktlösungen haben, die auch nach ein, zwei, drei, teilweise 4 Jahren sogar noch nachlieferbar sind. Wenn jemand sagt, ich beginne zum Beispiel erstmal mit drei Monitoren, jetzt habe ich aber festgestellt, ich verändere mein Trading in irgendeiner Form oder ich brauche jetzt noch weitere Informationen, um die darzustellen und dass ich dann nochmal dieselben Bildschirme nochmal nachbestelle kann. Ansonsten 4K ist dahingehend sehr schön, wenn man CAD/CAM macht, also sprich technische Zeichnungen in EDC. Aber wenn man zum Beispiel eine 4K-Bildschirmauflösung auf einem, ich sag mal, 27 Zoll oder 24 Zoll Bildschirm hat, ist es an sich so, als würden Sie, ich sage einfach mal, permanent am iPad arbeiten. Ja? Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe so eine winzig kleine Bildpunkte, ich habe zwar 27 Zoll oder 24 Zoll Bildschirm und habe 4K, aber ich habe so winzig kleine Bildpunkte. Dann, damit man dort vernünftig arbeiten kann und auch bequem ergonomisch arbeiten kann, ich sag mal, man wird ja auch nicht jünger, man wird in der Regel älter und dann meistens die Augen auch ein bisschen schlechter schrittweise. Bei mir ist es mittlerweile auch so. Wenn Sie dann beim 4K-Bildschirm die Schriftgrößen und die Darstellungsgrößen skalieren, also Windows bietet ja auch die Möglichkeit an, die Darstellung zum Beispiel auf 150 oder 200 oder irgendeine Prozentzahlen zu skalieren. Wenn Sie dann die Schrift in der X-Achse und in der Y-Achse um jeweils 100% auf 200% skalieren, dann sehen Sie auch selbst auf dem 4K-Bildschirm, obwohl der eigentlich physisch gesehen 3840er Auflösung hat, auch nur wieder das, was Sie auf einem herkömmlichen Full HD mit 1920 sehen.
von der Schriftgröße her. Da hat man keinen Vorteil. Also da, das ist ja ein Thema für sich. Da würde ich sagen, da können wir ja neben deinem Angebot sozusagen, dass wir da, das fand ich auch am Anfang gar nicht schlecht, Marco, wo du direkt gesagt hast, dass man hier zu dem einen oder anderen Thema speziell nochmal ein Webinar machen kann. Also würde ich mich auch über Rückmeldung gern freuen von den Webinar-Teilnehmern, nach dem Motto, ob wir den Marco, also da bin ich mir ganz sicher, ich würde es sowieso tun, aber wenn der ein oder andere noch einen speziellen Themenwunsch hat, also ich sehe, da bist du ja, wie gesagt, eine Experte in dem Rahmen allein schon der Bildschirmauflösung. Insofern wäre das auf jeden Fall mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wo wir da auf jeden Fall nochmal anknüpfen können. Gern auch im Rahmen der optischen Täuschung und dann mal so ein Stück weit eben, also ich sag mal schon sehr fachspezifisch Das ist dann für schon Auflösung und Co. detaillierter, genau. Genau. Können wir aber gern mal machen. Also ich denke, die Informationen sind wirklich reichhaltig gewesen und jetzt haben wir ja, wie gesagt, schon 1,5 Stunden über den Durst. Das ist deutlich über die eigentliche Webinarlänge. Eigentlich hätten wir jetzt schon fast ein Live-Event draus machen können, Marco, ja, wenn du jetzt den einen oder anderen Also, ich Live-Trade. sag mal so, Christian, ich sage immer, wenn du mal jemanden für einen Workshop brauchst, ich komme gerne irgendwo zu irgendeiner Veranstaltung, beziehungsweise wenn ich jetzt mal auf einer Messe bin zum Beispiel, wenn es dort sagen wir mal, ein Seminargeber ausfällt, dann nenn mir ein Thema zum Handel. Ich mache ad hoc 2 Stunden, 3 Stunden Workshop ohne, ja, da werden die Teilnehmer nicht mal Zeit haben, auf die Toilette zu gehen in der Zeit. Das ist ja gut. Also ich habe noch zwei, drei Abschlussfragen, aber da mal in aller Kürze und Würze durchbringen. Zum einen, ist ein Fernseher als Bildschirm geeignet? Fernseher ist, man muss immer schauen, es gibt bei Monitor und genau, ich sage das mal so, es gibt Monitor und es gibt TV. Das eine ist Monitoring, das heißt das Beobachten von Daten, Bearbeiten von Daten aus der kurzen Entfernung. Und das andere ist Television, das heißt die Betrachtung von Informationen aus der Entfernung. Das sind, sagen wir mal, ergonomisch gesehen zwei verschiedene Technologien. Wie das gedacht ist. Sie können natürlich auch Fernseher für den Handel verwenden. Allerdings sollte dann natürlich ich sag mal, die Arbeitsentfernung etwas weiter sein. Das heißt, wenn Sie einen Schreibtisch mitten im Raum haben und Sie haben an der Wand, ich sag mal, 3, 4, 5 Fernsehersysteme, also was weiß ich, 32, 40, 46, 55, was es da so gibt, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Wir haben auch Kunden, die haben an der Wand zum Beispiel 4x55 Zoll Fernsehgeräte. Also TV-Geräte, LED-TVs und haben dort auch einen Rechneranschluss. Das geht auch. Und die sitzen allerdings dann jetzt keinen halben Meter oder Meter davor, sondern die sitzen dann halt, sagen wir so, 2, 3, 4 Meter entfernt und bedienen das halt dann von dort aus. Das geht natürlich auch, ja. Aber man Also muss wie halt so gesagt, schauen, das eine ist Monitoring aus der Ferne auf dem richtig. Arbeitstisch, das andere ist Television aus der Entfernung. Genau, also ich würde da für die anderen Fragen, die sind jetzt hier wirklich sehr speziell. Ich glaube, da sind wir jetzt noch eine halbe Stunde am Werkeln. Ihr seht es hier, liebe Leute, den Dann Kontakt machen wir noch so zwei, drei Sachen können wir gleich. gerne machen, aber ansonsten, wie gesagt, du hast ja die Kontaktseite auf. Gern mit dem Bezug des heutigen Webinar an Sales at Securis, weil sonst sind wir wirklich hier noch eine Stunde dran. Und ich meine, das ist jetzt sehr speziell für den einen oder anderen, aber für die Allgemeinheit vielleicht jetzt weniger zweckmäßig, weil hier auch direkte Produktabfragen kamen. Ist jetzt das Produkt jetzt beispielsweise von Dell und eine bestimmte Seriennummer? Und was ist jetzt das typische Business-Format? Wäre jetzt meine Frage zum Beispiel, spielt 16 zu 10 jetzt noch eine Rolle? Das wäre jetzt mal so eine Ja, Frage ich neben dem sag, da kann Format. ich mal ganz schnell was sagen dazu. Ja. Ich sag mal, so 16 zu 10 Formate, die Monitore sind in der Regel relativ teuer im Vergleich zu 16 zu 9 Formaten, weil einfach das 16 zu 9 Format in einer größeren Anzahl produziert wird und auch verkauft wird. Dahingehend sind die 16 zu 10 in der Regel relativ teuer. Das heißt, man bekommt, wenn man sich mehrere Grafikanschlüsse verschafft oder sagen wir, einen Rechner mit mehreren Grafikanschlüssen hat, effizienter, kostenmäßig gesehen, wenn man sich dann lieber mehr Monitore mit Full HD nimmt, weil man dann so und so mehr Charts voneinander teilen kann, weil diese 16 zu 10 Formate haben im Endeffekt 10% oder 11% mehr Darstellung pro Bildschirm, weil ja die in der Höhe, in der Y-Achse keine 1080, sondern 1200 Bildpunkte haben. Was aber, man muss, also wer 16 zu 10 Bildschirme hat, 24 Zoll oder 27 Zoll, das sind an sich sehr gute. Also wir empfehlen an sich auch jetzt bei uns intern jetzt hier für den normalen Handel oder für das normale Arbeiten an sich 24, 27 Zoll Bildschirme für den Arbeitsplatz mit diesem Full HD oder dem 16 zu 10 Format, weil die auch, sagen wir, ergonomischer gesehen auch die richtige, sagen wir, Darstellungsgröße haben. Wenn man jetzt auch gerade so Tischsysteme hat oder Tische hat, so bis zu ca. 1 Meter Tiefe, 80 cm, 1 Meter Tiefe. Über die Monitorträgersysteme wiederum, die wir anbieten,
Da gibt es die Besonderheit bei unserem Trägersystem, dass sie also voll modular sind. Man kann jederzeit die Systeme anpassen, umbauen, sich nachliefern lassen, etc. Und die sind auch dahingehend optimierbar auf die Betrachtungs- und Arbeitsentfernung, also sprich den Betrachtungsabstand, dass man sagt, bei vielen Trägersystemen, die so am Markt sind, aus China und so, wo sie alle herkommen, da ist es immer so aufgebaut, du hast einen Fuß, hast eine Säule und alles, was dann kommt, die Monitorhaltung baut sich in die Richtung des Betrachters auf. Das heißt, der Betrachtungsabstand verkürzt sich immer mehr und teilweise hast du von 80 Zentimeter schon 40 Zentimeter Bautiefe verloren, alleine aufgrund des Aufbaus. Ja, abgesehen jetzt von den Feinjustierungen, Feineinstellungen, was es bei unserem System gibt. Also wie gesagt, da freue ich mich wirklich, dich als Experten hier zu wissen. Das ist klassischer Workshop, auch wenn online. Und insofern sei jetzt noch die letzte Frage gestellt an der Stelle. Wie gesagt, alles Weitere, du hast die Kontaktdaten schön auf dem Schirm. Bitte ich da direkt Kontakt aufzunehmen. Und wir schicken natürlich, wie gesagt, wie der Marco schon sagte, eine Nachgangsmail auch nochmal mit einem Direct-Link, wo wir da einfach nochmal genug oder direkt drauf aufbauen können. Und zwar mal Pi mal Daumen jetzt ohne Zuspruch. Spezifisch zu werden. Klassischer Trader kommt zu dir, sagt, ich will mein Setup starten. Wie schaut's aus, wenn ich denn jetzt 6 Monitore will? Was sind die Kosten? Was die Kosten betrifft, ich sag mal so, die werden sich längerfristig auch nicht mehr ändern. Ich sag mal, im Endeffekt, die Trader heutzutage leben im Schlaraffenland des Tradings, weil auf Kosten, ich sag mal, man könnte auch mal ein Seminar machen, was weiß ich, oder ein Webinar machen, was hat Trading früher mal gekostet, wo sind wir jetzt, einfach mal rein informativ. Ich sag mal so, wo wir begonnen haben mit dem Trading, also was heißt begonnen, wo wir dann die professionellen Systeme, da haben wir im Monat 1200 D-Mark bezahlt, nur dass wir überhaupt einen Internetzugang hatten. Da sind wir damals mit Modem noch reingegangen. 1200 D-Mark im Monat nur fürs Internet. So, dann kam nochmal dazu 500 D-Mark für Datenkosten. Dann kamen da nochmal dazu 1200 D-Mark für die Order-Plattform, die wir damals verwendet haben. Das heißt, wir sind dann, sagen wir, mit Strom und was man da so noch alles gebraucht hat, bei Roundabout ungefähr 3.500 D-Mark pro Monat gewesen. Da haben wir noch nicht einen einzigen Trade gemacht. Also dahingehend, was das betrifft, leben die Trader heutzutage im Schlafenland, gerade jetzt bei GFI zum Beispiel auch, MetaTrader. Es kostet ja eigentlich, ich sag mal, gefühlt gar nichts. Und was die Monitor betrifft, vor circa 8 Jahren haben 24 Zoll Monitore noch so circa 1200, also die gute Qualität jetzt, so 1200, 1500 Euro gekostet. Sie kriegen mittlerweile 24 Zoll Monitore für 140, also die geeignet sind jetzt fürs Mehrmonitoring, da gibt es auch nochmal Besonderheiten, für 140, 150 Euro pro Monitor. Das heißt, Sie kriegen jetzt die zehnfache Anzahl an Monitoren für den Preis, was vor 8 Jahren ein Monitor gekostet hat. Was ich preislich bei den Rechnern wird sich preislich nicht viel ändern, die werden nicht viel billiger werden. Je nachdem, wie der Dollar halt auch steht, mal etwas, das ist aber nur marginal, weil einfach dort sich die Technik immer weiter verbessert. Das heißt, die Performance wird besser, die Ausstattung wird besser. Das kriegen Sie aber im Endeffekt, sagen wir mal, in der Regel meistens für denselben Preis oder meistens geht es auch leicht hoch. Also wenn man das ganz pauschal rechnen will, wenn ich wirklich ein komplettes Setup haben will, hängt es sehr stark auch ab von den Monitoren. Hebelfaktor Monitore, Anzahl der Monitore und entsprechende Monitorqualität. Wenn man jetzt rechnet, ich habe jetzt ein 2-Monitor-System, zweimal 900 Euro, ca. 1900 Euro komplett ausgestattet. Wenn ich jetzt ein 4-Monitor-System habe, viermal 900, 3600 Euro, so als Budgetgröße, Planungsgröße ungefähr. Wenn ich jetzt ein 6-Fach-Monitor-System habe, komplett ausgestattet, 6 mal 900. Also die 900 ist irgendwie sagen wir so 900 bis 1000 Euro, je nachdem, was man sich gönnen möchte an Ausstattung, ist so in etwa das, was man so Pi mal Daumen als Budget für sowas einplanen sollte. Man kann dadurch, wenn man jetzt mit 3 oder 4 Monitoren beginnt, auch die Monitore erstmal ganz klassisch normal auf den Tisch stellen, sodass das Trägersystem als Kostenfaktor, weil die sind bei uns auch nicht ganz so günstig, weil die richtig massiv gebaut sind. Das ist Edelstahl, richtig massiv, keine dünnen Rohre, sondern Edelstahl, massiv Säulen und auch richtig Stahl, also keine dünnes gepresstes Blech. Die kosten auch ihr Geld, die Trägersysteme. Aber die sind halt auch langfristig verfügbar, auch Komponenten. Aber wer jetzt mit 3, 4 Monitoren beginnen möchte, 24 Zoll, kann die auch klassisch erstmal auf den Tisch stellen, um sich selber mal ja, in das Trading weiter zu vertiefen und dadurch Erfahrungen zu sammeln. Und dann kann ich jedem, ich weiß nicht, das werde ich das nächste Mal mit einbauen, nach dem Kaizen-Prinzip vorziehen. Kennst du das Kaizen-Prinzip? Weißt du, was das ist, Christian? Spontan jetzt nicht, muss ich sagen. Das ist
eines der wichtigsten Prinzipien, die ich im Studium gelernt habe von meinem Professor. Das ist, also ich habe eigentlich aus dem Studium mehr oder weniger effektiv gesehen, bloß so zwei, drei, vier Sachen wirklich rausgezogen, die wirklich, wirklich relevant waren, also die wirklich richtig wichtig sind. Und eins davon ist das Kaizen-Prinzip. Und zwar, das muss ich mal, ich tue mal ganz kurz mal Internet anschalten, weil da brauche ich mal das Internet dazu, da kann ich euch das zeigen. Ich schiebe das mal kurz hier rüber. Und zwar, wer jetzt mal Wikipedia, bei Wikipedia schaut, Wikipedia, Wikipedia, genau. Wikipedia, so genau die wollen wir haben. So, das tun wir mal hier wegklicken. Wenn Sie jetzt hier mal eingeben, Kaizen, Kaizen, es kommt aus Japan. Und im Endeffekt ist das die Toyota-Methode der permanenten Qualitätsverbesserung. Das ist im Endeffekt auch das Prinzip, wie Toyota es geschafft hat, im Automobilbereich vom, sagen wir mal, japanischen Schrott zum Edelhersteller oder Qualitätsführer aufzusteigen. Das heißt, die permanente Qualitätsverbesserung oder Fehlerbeseitigung selbst kleinster Probleme, also die Verbesserung, die permanente Wandlung zum Besseren, Veränderung zum Besseren. Und bei Toyota war das damals so, die hatten ja riesige Qualitätsprobleme im Autobereich oder bei der Autoproduktion, angefangen von Rost und irgendwelchen anderen Geschichten. Und da war das bei Toyota damals so gewesen, wenn irgendwo ein Problem aufgetreten ist, dann hatte jeder Produktionsmitarbeiter das Recht, an der Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist, die Produktion zu stoppen. Also das heißt, die Produktion anzuhalten, dann wurde der Fehler sofort beseitigt und dann ging auch die Produktion weiter. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel das Training machen, dass Sie sich Ihre Trainingfehler aufschreiben oder das, was Sie falsch gemacht haben, und dann schauen Sie anhand dessen, was Sie falsch gemacht haben, womit kann ich meine Trainingfehler verbessern? Zum Beispiel, ich habe keinen Überblick gehabt, ich hab's, jetzt ist der Markt wieder gelaufen, ich habe es nicht gesehen, Mist. Was müssen Sie machen, um solche Trainingfehler oder einfach solche Probleme zu beseitigen? Das ist Kaizen. Das ist das Grundprinzip. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Prinzipien im Businessbereich mit, was ich Ihnen empfehlen kann einfach. Also das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist, da geht es jetzt auch nicht darum, ja, ich mache das genau. Es gibt jetzt die sieben Muda und so weiter. Es geht nur darum, dass man für sich selbst, gerade wenn man als Trainer aktiv am Markt ist und sein eigener Geschäftsmann ist, sein eigener Geschäftsteilnehmer ist, man hat sein eigenes Business, dass man sich hier einen permanenten Verbesserungsprozess sich unterstellt und natürlich dann auch entsprechend für sich plant, irgendwie in irgendeiner Form. Und wenn Sie jetzt ein Tagebuch haben, Sie haben einen Zettel, Sie kleben sich das an der Wand, Sie hängen sich ein Bild hin, in irgendeiner Form, dass Sie sich permanent daran erinnern, aha, ich muss meinen Trading-Prozess verbessern und die Fehler aufschreiben und an den Fehlern dann arbeiten. Das ist an sich so der Hinweis noch. Ah, perfekt. Also Kaizen war mir schon ein Begriff, aber jetzt ad hoc kam es mir gar nicht in den Sinn, als ich habe jetzt gerade was ganz anderes gedacht, aber an, sage ich mal, die sage ich mal, ja, Management, sage ich mal, Optimierung, da ist ja eh viel in Fernost entstanden, was wir wirklich lernen können. Und das schließt sich auch ins Trading an, die Candlesticks ja zum Beispiel an, die schon seit mehreren Ja. hundert Jahren dort zum Reishandel auch verwandt wurden. Da wussten wir noch nicht mal, was wie war hier ein Rosshaken ist zum Beispiel aus den 70ern. Also das heißt, da sind sie wirklich, also muss man sagen, Hut ab. Und natürlich neben den ganzen anderen fernöstlichen Feinheiten und Traditionen, man sagt ja auch, China hat eigentlich die letzten 300 Jahre nur ein bisschen geschlafen, aber ansonsten waren sie während der letzten 2000 Jahre auch Richtig. schon stark dominant. Deswegen muss man auch gerade Fernost und eben auch China auf der Pfanne haben, was da die nächsten Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte angeht. Aber Definitiv, es war ein definitiv. sehr, sehr umfangreiches Webinar am Ende. Riesenfragestellung. Dankeschön ging hier auch ein. Wie gesagt, Aufzeichnung kommt. Ich hoffe, an jedem hat es gefallen. Ich komme auf jeden Fall auf dich zurück, Marco, im Rahmen von zwei, drei weiteren Workshops. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir dieses Jahr mehr als einen machen. Also da bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass sich das weiter ausbaut. Und ich sage erstmal jetzt an allen danke für, sage ich mal, das Dabeisein. Aufzeichnungen und weitere Infos folgen im Mailer. Und Marco, dir vielen Dank für deine Zeit. Und an der Stelle auf bald in dem Sinne Genau. für dich und für alle anderen auch. Wir haben ja, wie gesagt, ich sagte ja eingangs immer wieder Daily Content für euch. Aber heute ging es wirklich mal von rechts nach links, auch über, sage ich mal, Hardware, sage ich mal,
Grundvoraussetzung, Mindset, also alles ist extrem wichtig. Super. Also, ich sage danke, Marco, danke ans Auditorium. Ich würde gleich mal abschalten, das Webinar, und wünsche jetzt Okay. sozusagen der Rest of Eine Stream Frage noch, eine gute Zeit. Christian, bist du auf dem Börsentag Dresden jetzt am 18.? Bin ich nicht, weil wir ein Event in Ludwigsburg haben, Okay. wo du sicherlich auch dieses Jahr durchaus mal geladen sein dürftest, könntest, aber da würde ich nochmal separat auf dich zukommen. Aber ich bin am 18., wie gesagt, ferner liefen. Börsentag bleibt für mich ein Thema. Wir waren ja selbst, wie gesagt, repräsentativ da noch nicht, wobei ich selber ja gern mal immer meine Runden drehe. Aber Dresden ist an sich ein sehr schöner und sehr weiß großer ich. Börsentag, also Weiß ich, ne, weiß das ich. Auch ist eine Hamburg schicke wird sich ja Sache. jetzt umbenennen zur Finanz- und Anlegermesse, wie ich las. Hamburg letztes Jahr auch über 5000 Besucher, also enorm Ja, spannend. gigantisch. Da muss ich sagen, die Börsentage sind für mich ein Thema, also sowohl eben mal als Besucher, aber vielmehr auch, dass wir da uns als Aussteller mal platzieren und vielleicht auch, wie eben auch auf der World of Trading in vergangenen Zeiten, mit einem System von dir, von Trading PC. Also das ist natürlich Würde etwas, uns freuen. wo ich gern wieder an dich anknüpfe, zumal auch dein Monitorsystem, was ich auch hier habe, ich kann es nur bestätigen, das hebt man alleine nicht hoch. Also das ist so schwer und so massiv, wo man sagt, wenn da die Monitore mal dranhängen und ich habe einmal vier und einmal Die zwei, wackeln nicht. da wackelt Die nichts. Das wackeln ist nicht, leider nicht. ein super System. Ich muss auch sagen, dieses System auch mit dem Eco-Modus, mit den verschiedenen Leitquellen, die man da hat. Also es ist einfach wirklich eine gute Basis. Und ich sag mal, von Profis für Profis, das machen wir bei JFD im Rahmen der Ausführung. Und ich sag mal, auch du bist mit deiner Historia, was sage ich, Historia, ja schon weitestgehend da schon so lange am Markt, um auch wirklich aus dem Nähkästchen plaudern zu können. Also, ich hoffe, für alle war es eine gute Zeit. Ich bin davon überzeugt und in dem Sinne, einen schönen Start noch ins Jahr. Das würde ich wahrscheinlich noch bis Ende Januar sagen. Und Schaltjahr hast du recht, 29.02. Dank dir für die Aktion. Das, wie gesagt, werden wir nochmal kommunizieren. Und insofern, auf bald und schau dabei. Ebenfalls einen schönen Tag wünsche ich allen Teilnehmern noch und natürlich eine erfolgreiche Handels-Setup-Gestaltung und ein erfolgreiches Handelsjahr für dieses Jahr. Auf Wiedersehen.